So machen wir einfach mal ein leichtes Gespräch. Es gibt ja nichts, was ich nicht schon in allen Variationen erklärt hätte. Und darum ist immer wieder, wenn man das erste Mal jetzt hört, gerade das Solo-Feeling. Es sind ganz einfache Sätze, wo ich sage, wo es nichts zu diskutieren gibt, wo jeder 13-Jährige eigentlich sofort verstehen könnte. Und gerade wenn man jetzt älter ist und wir reden jetzt mal ganz normal in dieser raumzeitlichen Logik, wird dann das so bewusst, dass man wirklich 20, 30 Jahre braucht, selbst wenn man am Ball ist. Ihr erinnert euch hier in dem letzten Selbstgespräch, wo der Holger erzählt, es sind über 500 Selbstgespräche jetzt sofort abrufbar. Wobei, wohlgemerkt, die großen Vorträge, es sind ja viele Vorträge hier, die Bleinfeld, die Fiegenstahl-Vorträge, die ja über mehrere Tage gegangen sind, die aufgezeichnet wurden, die da noch gar nicht dabei sind, diese geschnittenen Playlists. Und es geht nicht um diese Filmwisserei, und dann sagt man, wann soll ich denn das anhören? Und ich sage, du musst es gar nicht anhören. Es ist das, was da sein muss, ist Neugier, und zwar Neugier auf dir selbst, auf dich selbst. Und gerade jeder Satz, ich betone das immer wieder, du wirst irgendwann einmal eine tiefe Demut kriegen gegenüber jedem einzelnen Satz. Das hat nichts mit klassischer Form von Wissen und Rechthaberei zu tun. Es gibt Sachen, die sind ihm einfach 100% sicher. Und es ist ein schockierendes Erlebnis, eine schockierende Erfahrung für einen Geist, das da mal festzustellen, dass man sich eingestehen muss, als hochgebildeter, normaler, normierter Mensch, dass ich ein hier und jetzt ausgedachtes Leben lang eigentlich genau genommen nicht einmal verstanden habe, was 100% sicher bedeutet. Was ist 100% sicher? Das, was ich dir in einfachen Sätzen erkläre. Schon die Tatsache, ein Satz, wo jeder Materialist sofort abstürzt. Es ist 100% sicher, dass ich von meiner Mutter geboren wurde. Es ist logisch, aber nicht besonders geistreich, weil wir das erst einmal klären müssen, an was denkst du, wenn du das Wort Ich denkst? Was für eine Vorstellung wirft das Wort Ich in dir auf? Man muss sich hier dem eigenen Bewusstsein, das klingt jetzt komisch, ich weiß, das ist ja wenn ich sage, den eigenen Bewusstsein wirklich ganz, ganz vorsichtig nähern, weil das Ego selber sofort dann wieder blind macht, diese Filter ohne Ende. Was verstehst du unter Ich? Ein Satz, der tausende Male von mir wiederholt wird, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Das ist zum Beispiel so ein Satz, der nicht diskutierbar ist. Dann wird in dir eine Information auftauchen. In der Regel sogar eine sinnlich wahrgenommene Information. Ich betone immer das Wort Information. In dir taucht eine Form auf und dann kriegst du dein Körpergefühl. Das bin ich. Aber das wurde nicht von deiner Mutter geboren, die übrigens nur dann existiert, wenn du an eine Mutter denkst. An was denkst du bei dem Wort Mutter? An was denkst du bei dem Wort meine Mutter? Was denkt jetzt dort die Helene dran? An was denkt die Helga dran? Was ist dann noch über? Schatten, was ist dann noch über? Versuch dir das bildlich vorzustellen. Jetzt, hier und jetzt, jetzt in diesem Moment. Nichts. Es sind ständig wechselnde Gedanken. So ist es. Und ich sage, es ist ein konstanter Parameter, das ist der, der sich das denkt. Und du siehst immer nur das, was du denkst oder was du anschaust. Das ist hundertprozentig sicher und das ist hier und jetzt deine Information. Das verstanden zu haben, hundertprozentig sicher verstanden zu haben, hast du dich losgelöst von jeglicher Form von Angst und Leid. Weil jetzt dämmert es langsam in dir, dieser Satz, dann bin ich selbst ja etwas, das eigentlich gar nicht vernichtet werden kann. Es werden immer nur meine Informationen vernichtet, was aber an mir selbst überhaupt nichts verändert. Wann habe ich zum Denken angefangen? All diese einfachen Erkenntnisse sind all den ganzen esoterischen Geschwätz drin, die du dir in hunderttausendfachen Versionen im Internet anhören kannst, von Pixelmännchen, von einem Lautsprecher. Aber so präzise drückt es keiner aus, weil das Wesentliche wird hier gar nicht angesprochen. Dass dein Körper zum Beispiel gar nicht existiert, wenn du nicht dran denkst.
auch Esoteriker sind tiefgläubige Materialisten. Ich betone immer wieder, bis auf Ausnahmen, die die Regel bestätigt. Aber das ist mit Sicherheit nicht irgendein von dir jetzt ausgedachter Mensch. Nein. Weil alles Existierende kann das überhaupt nicht verstanden haben. Und ich sage immer, was verstanden haben? Das, was ewig ist. Was Existierendes ist nicht ewig. Was Vergängliches wird nie als Ding an sich die Ewigkeit verstehen können. Ja. Ewigkeit kann nur von Ewigkeit verstanden werden und Geist kann nur von Geist verstanden werden. Und jetzt muss ich schon immer wieder, wo ich darauf hinweise, an was denkst du bei dem Wort Geist? An der Seele, an dieses, an jenes. Das sind alles existierende Dinge. Das heißt, das ist das Erste, was man wirklich verstehen muss. Ja. Das sind diese einfachen Sätze. Und dann wirst du erkennen, ich bin das Einzige, was ewig ist. Ja. Dann bist du ich. Darum beginnt unser Spielen Holofeeling mit Ich bin du. Das ist das Geschenk. Holofeeling richtet sich nicht an irgendetwas, was du dir jetzt ausdenkst. An keine Menschheit, an keine Menschen. Nur an den, der sich die Sachen ausdenkt. Und jetzt kommt sofort wieder die Genauigkeit. An den natürlich auch nicht, weil der ist jetzt auch was Ausgedachtes. Du hast dir doch gerade jemanden ausgedacht, der sich das alles ausdenkt. Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl, wenn man anfängt, das zu erforschen, was man selbst ist. Um was zu erforschen, müssen Existenzen da sein. Und wo kommen die ganzen Existenzen her, die du dir ausdenkst? Aus dir selbst. Darum ist der Unterschied zwischen Schöpfen, ein Geist, ein Gott, rot geschrieben, schöpft die Sachen aus sich selbst. Creatio ex nihilo. Dazu weise ich dann jetzt nochmal auf diese Weihnachtsansprache von IQB, wo wir hier in die vorhergehenden Sachen nochmal angesprochen haben. Wo ich sage, der Professor Lesch, den wir uns jetzt ausdenken hier, die Entstehung aus dem Nichts, Creatio ex nihilo, ist unendlich tief. Ja. Ist auch das Creatio, habe ich so oft gesagt, das lateinische Wort Creatio. Man übersetzt es immer mit der Schöpfung aus dem Nichts. Was erschöpfen ist ja schon mal gut, aber genau genommen heißt es Wahl, eine Auswahl. Du wählst aus dir eine Kleinigkeit heraus. Jetzt denk an meine Metapher mit dem Bücherregal. Mhm. Ja. Diese Erkenntnis, was bin ich selbst? Wenn ich immer wieder wiederhole, ich erkläre den, der mich jetzt sprechen hört, nur den, der mich jetzt sprechen hört, und das ist nicht existierend. Das ist kein Gehirn, wo mich hört, das sind keine Ohren, das sind alle Sachen, die erst existieren, wenn sie gedacht werden. Materialismus macht so unendlich blind und in Ich bin du, in dem ersten Band Ich bin du, wird schon erklärt, dass in deiner Welt nur eine allereinzige, in deiner ausgedachten Welt, die aus ständig hier und jetzt ständig wechselnden Bildern besteht, wenn du das genau betrachtest. Das ist einmal der Teil, der zu existieren beginnt, sichtbar. Dass hier die einzige Weltreligion das materialistische Weltbild ist. Das gilt für alle Esoteriker und für alle gläubigen Menschen auch, weil die chronologisch denken. Bringen wir doch einmal einen Christen oder einen Moslem, der nicht glaubt, dass er von seiner Mutter geboren wurde in der Vergangenheit. Bring mir doch irgendeinen, der nicht felsenfest davon überzeugt ist, dass er Geld zum Überleben braucht. Und ich kritisiere jetzt die Sachen, die ich anspreche. Das ist ganz wichtig. Eine Kritik ist immer eine Bewertung. Wertfrei. Es ist eine Beschreibung. Das ist das Einfache an dem Spiel. Und bei Holofeeling kommt jetzt natürlich, dass der Matrix-Hintergrund beleuchtet wird über die Sprachstruktur. Im Anfang war das Wort. Man kriegt wirklich so eine Demut vor diesen heiligen Schriften. Ja. Und ich reite, wie man das so schön sprichwörtlich sagt, natürlich in erster Linie jetzt auf den jüdischen, auf dem Donach, auf der Dora und auf dem Denach rum. Ich mache dir dasselbe Spiel auch im Koran, was ja auch eigentlich noch semitisch ist, eine Unterform. Wird natürlich jetzt keine Moslem passen, wenn ich das sage, dass der nur ein Untersystem ist, der Koran, von der eigentlichen hebräischen Urschrift. Urschrift klingt schon wieder so nach Vergangenheit. Mhm. Also das ist, man ist so in Sackgassen im Denken und es wird so unendlich einfach, wenn ich nur bewusst mir jeden Moment bewusst mache, was ist jetzt wirklich da. Und du wirst erkennen, du siehst zu 99,9% ständig deine Interpretationen. Das ist diese Christusaussage, ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Es ist die vollkommene Blindheit, ein blind geworden Sein durch Wissen, durch geistlos nachgeäfftes Wissen. Und ihr hört Sachen, die ihr überhaupt nicht hört.
Das gilt übrigens auch, wenn du jetzt sagst, ich höre einen Vogel zwitschern. Das ist immer wieder das Umdrehen der Kausalität, weil es zwitschert, denkst du an einen Vogel, weil du so programmiert bist. Das ist jetzt erst einmal, das Wort haben wir einmal geschrieben und dann haben wir das als Geräusch. Das ist ja die feinste Form der Zerhackung, wenn ich immer wieder mein Beispiel sage, mit der Buchseite, die du anschaust, du kannst zwar dann in deinen Fokus die ganzen Wörter reinschieben, du kannst aber die nicht gleichzeitig aussprechen. Und wenn du ein Wort anschaust, kannst du das aussprechen, aber wenn wir jetzt genauer sind, du kannst nicht einmal das Wort aussprechen, weil was auf der Zeile die Worte sind, sind innerhalb des Wortes die Buchstaben. Ja. Du musst jetzt feststellen, dass du in der Lautumformung eigentlich, ich sage mal Wassermelone, das zerstückelt sich noch feiner. Kann man dann übrigens dann auch noch weiterdenken, aber das ist jetzt gar nicht nötig, wenn man das Prinzip beschreibt. Das heißt, bei Holofeeling beschreibe ich dir das, was hundertprozentig sicher ist. Und dann kommen wir in diese Symbolik, wo sich der Geist ein bisschen öffnen muss. Und da brauche ich einfach Grundlagen. Das ist der nächste Schritt. Es ändert sich dann sowieso die Welt. Mein Interesse verändert sich. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass ich deine Wahrnehmung, deine Informationen verändern, muss ich deine Interesse verändern. Du hättest jetzt schon prinzipiell die Freiheit, komplett andere Bilder aufzuwerfen. Zum Beispiel, wenn du am Computer sitzt. Man ist so in einem unendlich kleinen Bereich von Interesse. Mhm. Und das ist auch das Verwirklichen, sich in den Kopf zu zerbrechen, was von zwei oder mehreren Möglichkeiten richtig ist, da hast du das ein Beispiel nicht verstanden. Ja. Es ist so ein einfacher Satz, wenn ich sage, alles was ist, ist einfach nur. Es hat noch keine Qualität. Und sobald ich meinen Fokus verlore, du merkst es ja, du hast je nachdem, wer du bist, komplett andere Interessensgebiete. Das, was du als Helga immer wieder, du weißt, mit die Phasen, mit den Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter und so fort, das ist einfach, das ist die Welt von der Helga, die existiert in der Form bei der Helene überhaupt nicht. Die hat wieder ganz andere Interessen. Jetzt sind die Normen austauschbar. Das heißt, wenn Menschen träumen, träumt jeder in seinen eigenen Traum und du kommst in ein übergeordnetes System. Es ist hier, ob das Politik ist, es wird einfach noch, du lächelst einfach bloß noch. Du kannst diese ganzen Probleme von diesen Schwätzern weglächeln. Außer du resonierst, dass du dich drüber aufregst oder nicht drüber aufregst. Es ist so eine volle Demonstration über Medien und Versien der Geistlosigkeit dieser Figuren. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Und jetzt ist wichtig, dass du ja selber eine personifizierte Rolle in deinem Traum spielst. Der Protagonist und die Antagonisten, wir sind darauf eingegangen, der Protagonist ist auch, das Wort Protagonist heißt auch Regisseur. Mhm. Und Antagonisten sind bloß Mitspieler. Gegenüber, wenn wir jetzt die Wörter, müssen wir jetzt nicht machen, habe ich schon zigfach erklärt, was heißt das? Wieder meine Videospielmetapher, der Protagonist ist die Hauptrolle, das ist der, der den Joystick in der Hand hat. Mhm. Der Joystick, den symbolisiere ich jetzt, das macht deine KI. Deine KI wird auf jede Information, die in dir auftaucht, wird die reagieren. Das Spiel habe ich so oft durchgespielt, da fange ich jetzt nicht nochmal an. Du kriegst einen Reizauslöser und du reagierst. Und schon die Reaktion als Ding an sich formt deinen Geist die 200 Gramm rote Knete im Hier und Jetzt um. Und da gibt es ein System dahinter, das ist genauso festgelegt wie jetzt in deiner normalen Logik ein Computerprogramm zwanghaft reagiert und funktioniert. Und das baut Worten auf und dann das, was dich weiterbringt, ist Fantasie. Darum sind so die ersten Sätze in Holofeeling, wenn ich behaupte, jetzt auf der normalen Ebene, wenn wir jetzt Worte, ausgedachte Worte nehmen, wenn wir die jetzt nur als Geräusch hören, die Worte, gibt es viele Möglichkeiten, ein und dasselbe Wort unterschiedlich zu schreiben. Nehmen wir einfach einmal bloß das Wort Christ. Das sind so Kindergartenanfänge in Holofeeling, wo ich vor jetzt gedachten 25 Jahren, da schreibe ich zum Beispiel eine Reihe Christ. Wenn du das jetzt hinschreibst, schreibst du von der CH, weil du so programmiert bist. Aber wie sprichst du das aus, wenn ich jetzt zum Beispiel bloß ein K vorne hin mache, statt ein CH? Oder ich mache ein Q vorne hin, statt ein CH? Mhm. Oder nur ein C in der Latinisierung Christ? Du wirst immer Christ sagen, Christ, Christ, du wirst dann vielleicht sagen, das ist falsch geschrieben, aber du wirst es gleich aussprechen. Das heißt, wir merken, dass wir die Töne mit unterschiedlichen Zeichen darstellen können, obwohl die gleich ausgesprochen werden. Und dann gibt es natürlich noch viele Wandlungen, wenn wir jetzt
einen Sprung machen über die Sprachen, zum Beispiel das C, wenn jetzt bewusst chronologisch zeitlich gedacht mir als Ursprung ein lateinisches Wort nehmen, dann kann das C, kann ein Z sein und kann aber auch ein K sein. Ja. Das Faktum wird mit C geschrieben. Der Zirkel wird aber auch mit C geschrieben. Und auch das hat alles einen absolutiven Grund. Interessant wird es dann mit der Vordersprache, wenn man das anfängt zu hebraisieren. Dann ist natürlich diese vielen Ausspracheregeln, wo ich nur Kleinigkeiten mache, die man übrigens noch erweitern kann. Ich sage, dass die Freiheit, neue Regeln zu erfinden. Also schön, unser WAF-Zeichen, also normalerweise ist es auch in vielen Deutsch, auf Deutsch übersetzten hebräischen Büchern, wird statt WAF auch oft WAF unterschiedlichst geschrieben. Da gibt es keine Normierung. Und dass das ja auch U und O ist. Und wenn ich immer wieder sage, das O kann man jetzt rot machen und wir können das blau machen, dann weise ich noch darauf hin, wenn wir dann unsere Letter nehmen, unsere Zeichen nehmen, dass wir ja das O in den oberen Bogen nehmen können und in den unteren. Wir können sagen, unten ist das U und oben ist das N. Die zwei setzen wir jetzt zusammen zu einem O. Wir wissen, N blau ist existierend, U ist verbinden, rot. Wenn ich jetzt mir meine Mehrmetapher nehme, habe ich unten ist es verbunden, dann fängt es zu existieren an und dann wird es wieder verbunden, dann fängt es wieder zu existieren an. Das ist diese Einseitigkeit, wo wir haben. Ich kann das natürlich umdrehen. Ihr wisst, ich sage immer wieder, wo setzt man die Quelle allen Seins hin? Wenn sie im Himmel oben ist, der Gott, fällt uns was ein. Wenn es El Hayom im Meer, in der Tiefe ist, taucht was in uns auf. Also kann man auch das N und das O umsetzen. Wir müssen bloß Rot und Blau umsetzen. Mhm. Das wäre jetzt in unseren Einheitskreis, wenn ich sage, dann ist oben das rote N ist Sein. Und dann kommt unten das Aufgespannte. Und dann kommt wieder das Sein und das Aufgespannte und das Sein. Jetzt setze ich die Öffnung nach unten. Ja. Wenn ich unten das Rot mache, das U, ist es unverbunden und oben existieren. Das ist jetzt das wie mit der Tasse, dass man die Perspektiven dreht. Geil. Genau. Ja. Hängt das Bild kurz. Ja. Kommt gleich wieder. Es hängt. Hängt das Bild? Kurz war jetzt das weg, ja. Ist immer da. Ja. Hört es noch nicht richtig. Jetzt haben wir Schwarz, Krishna. Habt ihr die Bildschirme übertragen? Ja. Jetzt, ja. Ja, jetzt. So, wenn langsam. Habt ihr das? Ja. Wir schauen da ganz einfach mal hier. Ich will mal hier das Prinzip. Und zwar, ich habe ja gerade gesagt, das Q, ich fange mal mit Cor an, du wirst gleich, wir machen einfach mal, ich will dir mal so eine Kleinigkeit zeigen. Das ist eine fine Berechnung, Rationalität, das R setzen wir immer als Berechnung, das ist die Affinität, schon das Wort Affinität ist ganz, ganz wichtig, die Schöpfung von zwei Facetten. Bup, da wollte ich nicht drauf drücken. Die Schöpfung von zwei Facetten, das ist immer, das hat was mit Affen zu tun, Affen erschaffen. Okay? Ja. Muss immer nicht, das hängt, weil ich krieg's nicht mit, wenn ich das eingeschalten habe. Ja. Und das ist im klassischen Wort ist das hebräische Wort für Kelge. Das heißt auch Mauer, das heißt auch fleckig, das heißt Graben, kahl, kühl und ruhig. Das ist also die klassische, das findest du, dieses Fettgeschriebene findest du in allen Wörterbüchern. Das dünnere Geschriebene sind Rückübersetzungen, habe ich auch schon erklärt, gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein. Das ist praktisch eine affine Rationalität, ist praktisch so dieses, wenn das kleine Bild anschaust, die doppelt aufgespannte Berechnung. Ja. Das ist unsere erste Gedankenwelle. Okay? Ja. Und jetzt ist das Wort kalt, das heißt wie Gott, wie nichts. Und das G kann man jetzt machen, wird zu Erscheinungen, genau genommen zu Spiegelungen. Drum denk an den kalt, immer an kalter, ich schreibe da kalter Nieren. Mhm. Das heißt, jetzt kommt der eigenartige Widerspruch. In der Physik steht ja die absolute Kälte, der absolute Nullpunkt steht für etwas, was überhaupt keine Bewegung mehr gibt in den Atomen. Ja. Und ich habe da oft darauf hingewiesen, dass genau das, was sich widerspricht, wenn wir das umdrehen und die höchste Geschwindigkeit ist die Lichtgeschwindigkeit. Mhm.
Wenn wir diese zwei Seiten jetzt nehmen, das ist übrigens auch mit der ganzen Zahlenwerten in der Physik. Jetzt kommt aber das nach Einstein, bei, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich überhaupt nicht mehr. Durch Raum und Zeit. Und der absolute Nullpunkt, wo sich angeblich nichts mehr bewegt, da passiert jetzt das Schöne, dass ein Leiter am absoluten Nullpunkt zu einem sogenannten Supraleiter wird und dann sich die Elektronen in den Leiter mit Lichtgeschwindigkeit ohne Widerstand bewegen. Mhm. Jetzt merkst du, da haben wir jetzt schon vier Seiten. Was ist das jetzt richtig? Genau. Aber ich will auf was ganz was anderes hinaus. Das ist das erste Mal schon schön. Da haben wir jetzt das ruhig, also unbeweglich. Übrigens in Rückübersetzungen kommen wir da sogar zu dem Marmor. Immer dran denken, Marmor kommt von Mare, eine spiegelnde Wasseroberfläche. Ja. Da kommen wir jetzt an den Nullpunkt, der jetzt fleckig wird. Mhm. Wir können da also in vielen Sachen reingehen. Licht bewegt sich durch Raum und Zeit, sondern alterniert im imaginären Schmiegeleck deines persönlichen Bewusstseins. Das ist das, was man in der Holophilie nachreden kann. Ich will aber jetzt wo ganz woanders hin, dieses, ich baue jetzt das einmal auf. Ich sage immer, wir können zwischen diese zwei Hauptkonsonanten können wir WAF dazwischen machen. Das ist das einmal blau gelesen, ist das eine affine Berechnung. Wenn ich ein WAF dazwischen mache, wird es zu einer affin aufgespannten Berechnung. Ja. Jetzt kriegst du plötzlich ein Spinngewebe. Jetzt ist schon interessant, SB, dieses raumzeitliche Wissen, wir wissen, das hebraisiert blau gelesen, ist das die Welle und das Becken. Das heißt, die Welle innen, mhm. in der Welle innen ist ein Gewebe. Das ist dieser absolute Nullpunkt. Der Geist webt. Ja. Innen, dieses raumzeitliche Wissen, dieses Innen wird zu einem Gewebe. Das Spinngewebe, der Faden. Ja. Wenn wir jetzt da reingehen und jetzt machen wir hier mal bloß spaßhalberweise ein I dazwischen. Wir schauen uns das, wenn du da rumspielst, wenn du das Prinzip einmal hast, ja. dann kriegen wir jetzt da die Mauer, die wir gerade schon hatten. Aber die Mauer ist nur ein anderes Wort für Wand. Doppelt aufgespannt. Wir wissen, A in D hebraisiert heißt ein Auf- und Abschwingen. Das ist das doppelt aufgespannte Auf- und Abschwingen. Ja. Das symbolisiert die Wand. Das ist dann immer wieder hier. Wenn wir in der Märchengeschichte des Paradieses, wenn der Kain den Abel erschlagen hat, wird er unstet und flüchtig. Mhm. Da sind immer dieses unstet und flüchtig. Da steht erst einmal dieses, das sind die zwei Wörter. Beweglich, beweglich, das ist ein Bewegtbild. Jetzt ist die Frage, ist jetzt, wenn du dir einen Film anschaust, hast du es eigentlich mit einem Bewegtbild zu tun? Das ist der existierende Augenblick. Genau. Das heißt ja nur ein existierender Augenblick. Mhm. Und dort dieser Augenblick sich ständig im Jetzt verändert, hat man die Illusion, dass sich was bewegt, aber es ist nur eine Veränderung im Jetzt. Ein anderes Wort für einen existierenden Augenblick ist, wenn man das spiegeln, halt, ich kenne ja das sogar, das fällt den meisten übrigens immer gar nicht auf. Mhm. Jetzt ist das ich habe ja gesehen, wir haben die Eingabe, wir hätten das ja sofort spiegeln können. Wir machen bloß einmal das Spiel. Hier haben wir das Bewegbild. Und jetzt beginnt es zu fließen. Das ist jetzt eigentlich im ersten Mal, wenn das, im Hebräischen ist es eine Abkürzung für am Fluss, die augenblickliche Existenz, die fließt ja laufend. Aber wo kommt die her und wo geht die hin? Ein schöneres Bild für unser Bewegbild ist Ed, die augenblickliche Erscheinung, weil jede Existenz ist eine Erscheinung. Wir müssen das ja bloß umformen und dann kriegst du eben das hebräische Wort für Zeit. Das heißt aber genau genommen heißt es jetzt und nun. Das heißt, wir haben zwei Existenzen, den Wellenbalken und das Wellendorf, das Hell und das Dunkel, das Gesund und Krank und das Ganze befindet sich letztendlich in einem Punkt. Das nennst du einen Zeitpunkt. Aber in diesem Punkt ist etwas zur Zeit geworden. Zeit hast, augenblickliche Erscheinung und zu die Geburt einer aufgespannten Berechnung und das hast zu formen werden. Ja. Das ist ein ganz simples Spiel, wenn man das einmal verstanden hat. Ich will einmal zurück. Moment. Das ist eigentlich, ich habe ein ganz anderes Spiel gehabt. Das heißt, wenn ich jetzt hier im Kielschrat, warte mal einen kleinen Moment, habe ich das Becken. Wir schauen uns das einmal an.
das Hack hier, das heißt jetzt das Becken. Mhm. Das ist, polare Ecken sind eine Wand. Ja. Doppelt aufgespanntes Auf- und Abschwingen. Das, jetzt kommen wir langsam in diese Ecken rein. Ich muss hier ganz kurz, bevor ich in diese Radix reingehe, das heißt jetzt hier im klassischen Anerkennen, Bekanntmachen, Erkennen, Kennen, Kennenlernen. Das, was du kennenlernst, ist das, was in dir zu schwingen anfängt. Und das passiert aber in das Becken. Das wird hier, das ist das, so wird das meistens im Dennach übersetzen. Wir müssen uns dann einmal die Stellen anschauen, wo das im Dennach steht. Das ist extrem, eine extrem genaue Beschreibung von dem, was ist. Mhm. Was er vor allem ist, bevor ich da weitermache, muss ich ganz kurz das Bildschirm da nochmal wegsetzen. Diese klassische Form von den Spiegeltunnelformen, wo ich sage. Der vorgestellte Spiegeltunnel. Erinnere dich, meine klassische Beschreibung, dass in dem Augenblick, wo du dir was ausdenkst und du meinst, es ist da außen, auch wenn du dir es nicht ausdenkst, was das da mal selbst für die materialistische Logik 100% sicher ist, du siehst erst dann was, wenn das eine Information von dir ist. Mhm. Da bin ich so drauf eingegangen. Ich spreche jetzt ganz, ganz gezielt an, wenn du tiefgläubiger Materialist bist. Wir müssen trennen, rede ich jetzt von einem Geist, der noch unbewusst in dem Wahn lebt, sich mit einem Gedanken von sich selbst zu verwechseln und damit zwangsläufig das erste Gebot bricht. Mhm. Mach dir kein Bild von Gott. Ein träumender Geist ist der Gott für seine Traumwelt. Ich betone immer wieder, wenn du nicht akzeptierst, dass du jetzt träumst und es nur vergessen hast, wenn du mich jetzt sprechen hörst, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Das ist keine Drohung. Ich drohe meinen Kindern nicht, sondern ich warne dich. Ich warne dich vor dem eigenen Wahn, dass du nicht loslassen kannst von dem geistlosen Geschwätz deiner Lehrer und Erzieher, dass du dir übrigens nicht raussuchen konntest, so wenig wie sich ein Prüfling nicht den Führerscheinprüfungsbogen raussuchen kann. Aber für was ist ein Führerscheinprüfungsbogen in der Theorie voller Fehler da? Dass du merkst, wo die Stimmigkeit, die Harmonie liegt und wo die Disharmonie liegt. Ja. Ich weiß, es ist eine sehr, sehr grobe Metapher. Darum ist immer wieder politisch gesehen zu sagen, rechts vor links, gilt in manchen Ländern, in anderen Ländern gilt aber links vor rechts, weil mir immer alles, was ich widerspricht, kannst du austauschen. Genau. Du musst bloß die Position verändern. So ist es. Du musst von dem Deutschland, musst du nach Engelland gehen und dann hast du links vor rechts. Hm. Aber die Engel sind ja nur Boden, das sind ja noch keine Götter. Das sind, und die sagen links vor rechts. Götter wissen rechts vor links, weil das Wort rechts kommt von recht, von aufrichtig, aufgerichtet, anogi. Dann kommst du in die Transversale. Links ist immer umgedreht, der ist linkisch, der ist falsch. Auch wenn man sich mit einem Engel verwechselt oder meint, Engel tauchen auf. Den unbewussten Denker ist gar nicht bewusst, dass er immer bloß das zu sehen bekommt, was er sich denkt. Ja. Ich bleibe mal nur in dem Bereich des Denkens. Und du wirst natürlich merken, dass diese Erkenntnis von Holofeeling konfrontiert dich massiv mit der Fehlerhaftigkeit deiner bisherigen Logik. Mhm. Ich verweise zum Beispiel auf dieses kleine Beispiel jetzt mit den Krankenhäusern. Ja. Mit der Schulmedizin, mit den Ärzten als Ding an sich. Dass man so blind ist, dass man gar nicht mitkriegt, solange du in einer Welt lebst, wo man meint, Geld erhält dann am Leben. Ich kann Geld übrigens auch rot machen und positiv machen. Das ist gleich von vornherein. Ja. Aber dass das dann am Leben erhält, in der Art, wie das jetzt für dich logisch erscheint, dass das eine Entheiligung ist. Ja. Hängt wieder. Jetzt muss ich mal das Feld tun. Die Wahrheit. Wenn es hängt, dann lassen wir es. Dann müssen wir es. Geht's wieder? Jetzt geht's wieder. Und wie gesagt, das ist ein bewusst dargestellter Fehler. Ja. Dass solange ich ein Krankenhaus, ein Medizin, eine Pharmaindustrie habe, die erste Prämisse nicht ist, Krankheiten auszurotten, was übrigens auch wieder eine Entheiligung des heiligen Ganzen wäre. Denk an meine Puzzlestückchen. Egal, was in dir auftaucht, das hat einen Sinn. Du musst erst einmal begreifen, dass es um Geschichten geht. Und wenn ich in Geschichten zum Beispiel Verbrecher aus oder Teufel ausrotten, du,
dann gibt es auch keine Märchengeschichten, es gibt keine Krimis mehr. Wenn du irgendein einziges Stück wegnimmst aus dem Heiligen Ganzen, zerstörst du die ganze Heiligkeit. Ja. Was der Witz ist, dass sich die Widersprüche eben neutralisieren, plus 5, minus 5, wenn ich jetzt ganz simpel bin, und sowas vollkommen, das wäre jetzt, dann ist es ja gar nichts. Nein, es wird sowas vollkommen Neues. Dazu muss ich wissen, dass ich hier in die geistigen Dimensionen reingehe. Solange ich mir geistige Dimensionen, was man zum Beispiel im asiatischen Glaubensbereich mit den Chakren und so weiter macht, in der Physik sowieso. Mhm. Geistige Dimensionen haben nichts mit räumlich-chronologischen Dimensionen zu tun. Es geht um Synthesen. Und darum ist also gerade jetzt auch diese vorgestellte, ausgedachte, um dich herum gedachte dreidimensionale Welt plus Zeit, spitze ich alles nur in diesen einen Punkt ab. Man braucht ein vollkommen neues Denksystem. Ja. Und da muss ich jetzt ganz einfach immer wieder, das klingt so arrogant, wenn ich jetzt hier ich, was ist ich? Ihr wisst, in jedem Selbstgespräch, auch wenn ich jetzt zu dir spreche, ich mache jetzt ein Selbstgespräch. Das, was du jetzt erlebst, ist in deiner rein geistigen Ebene, dass das, was ich JCH nenne, das ist die Christus-Symbolik, spricht jetzt zu dem ICH, rot. Das bist du Gotteskind. Das spitze ich in dir ab. UB 86. Was du aber nur erlebst als Vorstellungen in deiner Traumwelt, jetzt als Geräusche. Das heißt, ich betone immer wieder, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt als Brüssel Udo spreche. Aber was ist der Mensch Udo Betscher, der Trockennasenaffe Udo Betscher jetzt? In jedem Selbstgespräch weise ich dich darauf hin. Jetzt solltest du aber wissen, dass das auch für jeden anderen Trockennasenaffen-Menschen, den du zu sehen bekommst, wenn du was zu sehen bekommst, ist es in dir drin, deine Information. Es spielt keine Rolle, auch ein schöner Satz. Du selbst bist der Mittelpunkt und der Mittelpunkt ist absolute, was wie ich dick ist, im Mittelpunkt ist, spielt als Ding an sich keine Rolle. Es ist ein dimensionsloses Nichts, das ist streng arithmetisch, geometrisch betrachtet ein Punkt, ein dimensionsloses Nichts. Ja. Und eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung, habe ich so oft darauf hingewiesen, darum musst du das wiederholen, ist ein ausgedachtes Aneinanderreihen von Punkten. Mhm. Aber viele Male nichts aneinandergelegt, bleibt letzten Endes nichts. Nichts. Und diese kleine Metapher ist jetzt schon unser klassischer Spiegeltunnel, ein Lämpchen zwischen zwei Spiegeln, das wir uns jetzt denken. Die zwei Spiegeln ist das hier. Ja. Das Lämpchen selber ist der mittlere Spiegel, das Rai, R-A-I, der Kopf des Schöpfergottes. Ja. Dieses Lämpchen, wenn anfängt, aus sich herauszuschauen, sich etwas auszudenken, ich mache jetzt einfach mal die Reihe, dann sieht es lauter Lämpchen in einer Reihe vor sich. Jetzt kann ich natürlich den Blickwinkel noch verändern, dann krümmt sich das nach oben oder nach unten die Reihe in den kleinen Ausschnitt, je nachdem, wie groß meine ausgedachten Spiegel sind. Mhm. Und dir sollte klar sein, sobald du jetzt, wenn du selbst dieses erste Licht bist, diese vielen Lichter, die du um dich herum siehst, vor dir siehst in dieser Reihe, haben natürlich ein hinter dir, was du nicht siehst, wo wir dann mit dem Winkel unseren Kreis ausdenken können, dass der Anfang und das Ende zusammenläuft in den einen Mittelpunkt. Ich hoffe, du kannst folgen. Ja, ja. Aber was jetzt, wenn wir jetzt da eine unendliche Gerade haben, ist es bloß ein unendlich großer Kreis. Und diese ganzen Lämpchen, die jetzt dann in dieser Unendlichkeit sich verstreuen, das ist jetzt genau dieses Prinzip, wo ich gerade gesagt habe, ein absolutes Nichts, das wir gedanklich aneinanderlegen, bleibt endlich nichts. Das sind die vielen Nichts in dem eigenen Nichts. Das sind die Visionen von dir selbst. Ja. Und darum sind das Ganze jetzt ausgedacht dreidimensional, müssen wir nur statt in zwei Spiegeln unseren Spiegel der Träder uns um uns herum denken, dann bist du wieder das Zentrumslicht. Und wenn du jetzt deine Perspektiven, wie ich immer mache, unsere Radix-Horoskop um dich herum angeben, dann siehst du, egal wo du hinschaust, unheimlich viele Lichter, das ist dasselbe Prinzip, bloß jetzt auf einem dreidimensional ausgedachten Umfeld, auf eine dreidimensionale Peripherie. Ja. Peri heißt um mich herum. Tragen. Und tragen, da haben wir jetzt schon TR. TR ist die gespiegelten Berechnungen, oder diese erscheinenden Berechnungen ist Reihe. Reihe heißt Spiegelwahrnehmung. Ja.
Das sind Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen, die aber letztendlich nur die Visionen von dem Massenlicht sind. Das habe ich lang und breit erklärt. Genau. Das ist, darum ist die Becken, die Ecken, ich strecke eine Ecke, das, ich reite immer auf den Ecken rum. Und jetzt schauen wir uns mal hier, jetzt können wir dann nochmal zurück, ich hoffe, das Bild bleibt da. Das wird jetzt natürlich hier ein bisschen, ich springe jetzt einmal da nochmal rein. Diese kleine Radix, das Becken, das ist das einmal anerkennen, bekannt machen, erkennen, kennen, kennenlernen, vorstellen. Du merkst jetzt schon, das passiert in diesen Ballonecken. Mhm. Wir schauen uns die Radix jetzt nochmal hier an. Wo kommt es? Kommt es eigentlich irgendwo vor? In den fünf Büchern Mose, da gehen wir das einfach mal rein. Bin ich denn jetzt doof? Hier brauchen wir. Ich stehe halt voll neben mir, du. Ich stehe halt voll neben mir. Jetzt kriegen wir es hin. So. Schauen wir uns das einmal an. Schaut, das kommt hier in den folgenden Bibelversen vor, im zweiten Buch. Mhm. Aber das jetzt genau, wir machen bloß die Stelle, das Becken, siehst du das? Ja. Ja. Und den Brandopfer da und alle seine Geräte und das Becken und sein Gestell. Wenn wir da von vorne schauen, was geht es da eigentlich? Wir fahren da mal ein bisschen hoch. Da geht es um die Salbung. Und du sollst damit salben, das Zelt der Zusammenkunft und die Lade des Zeugnisses und den Tisch und alle seine Geräte und den Leuchter und seine Geräte und den Räucheraltar und den Brandopferaltar und alle seine Geräte und das Becken und sein Gestell. Und du sollst sie heiligen. Und sie sollen hochheilig sein. Alles, was sie anrührt, wird heilig sein. Das heißt, letztendlich sieht es jetzt da so aus, dass diese Ballonecken immer heilig sind. Ich würde jetzt da so gerne rein, ich merke jetzt, ich habe so schlagartig viel in meinem Kopf, dass man das, wenn wir das Wort für Wort jetzt anschauen, wenn ich dir das erkläre, das 28 ist ja die erste vollkommene Zahl, dass du erkennen wirst, dass hier extrem präzise, wenn wir in Zahlen reingehen, arithmetisch beschrieben wird, was ich den ganz einfachen kindgerechten Worten sage. Ja. Dass das die Übersetzung, diese mythologische Sprache, wo sich hier zum Beispiel jetzt die Juden aufhängen, dass das oder auch die ganzen Theologen aufhängen, dass das nichts mehr zu tun hat mit dem, was hier eigentlich beschrieben wird. Mhm. Ich suche mal eine schöne, ich fange jetzt gar nicht an, weil wenn jetzt Grundlagen da sind, es raubt dir den Atem mehr wie die Quantenmechanik oder die Makrokosmos oder die Mikrokosmoslehre der Naturwissenschaft, weil das da alles drin ist. So merkt man das natürlich nicht. Mhm. Da heißt es immer, den Brandopfer da und das eherne Gitter. Das sind alles so schöne, schöne Worte. Auch das Deutsche ist übrigens richtig. An demselben seine Stange und all seine Geräte, das Becken und sein Gestell, die Umhänge des Vorhofs und seine Säulen. Das klingt alles so in einer biblischen Sprache. Was da genau genommen ist, es wird, wenn man das jetzt einzeln übersetzen, wird einfach in einfachen Worten laufend in unendlich vielen Variationen das beschrieben, was ich dir erkläre, was du bist und wie du funktionierst. Ja. Mhm. Und ich will jetzt da mal reinspringen. Da heißt es, und von Levi. Ich habe jetzt ganz bewusst diese Stelle hergesucht, aber ich merke, ich habe in dem letzten Selbstgespräch schon zigfach darauf hingewiesen. Ich mache mal einen kleinen Ansatz, bevor wir da... Ich habe gestern hier und jetzt gedacht, natürlich, ich mache eine raumzeitige Geschichte mit dem Redo. Geskypt und mit der Diana. Mhm. Und dann wollte ich den Redo was zeigen. Und zwar ist es ums Uranganger.
Dass also ich in dem Selbstgespräch, ich muss mal ganz kurz dort, dass man mich sieht, dass in dem Selbstgespräch hier die Weihnachtsansprache mit dem Lesch, dass da irgendwann einmal behaupte ich, dass das letzte stabile Element ist das Element 92. Das wird so ausgesprochen. Und wenn du jetzt noch ein bisschen Chemie studierst, wirst du nicht sofort sagen, stimmt ja nicht. Das letzte stabile Element ist nicht das Element 92. Das ist das Blei. Jetzt in dem Periodensystem. Und dann hast du endlich einen Fehler und dann stimmt natürlich zwangsläufig alles andere nicht. Mhm. Weil du dazu neigst, mit deinem derzeitigen Intellekt, dass ich auf den Punkt komme, ständig alles, was neu in dir auftaucht, mit deinem Intellekt zu vergleichen. Ja. Darum sage ich, jede Logik, jedes Denksystem, das im Widerspruch zu irgendwelchen anderen logischen Denksystemen stehen, die in dir auftauchen, die du übrigens aus dir mit deinem Denksystem ausdenkst, ja, ist unvollkommen. Und da ich immer sage, wir haben zwei Seiten, muss es aber dann trotzdem vollkommen sein, weil du dir die ja ausdenkst. Hm. Lass das uns einmal genauer anschauen. Das sind so einfache Sätze, es hebt die komplette von dir bisher ausgedachte menschliche Philosophie aus den Angeln. Hm. Ich sage jetzt statt an träumenden Geist, du bist der Computer. Und dann haben wir jetzt erst einmal eine Hierarchie, wir haben das, was in einen ständigen Wechsel in Erscheinung tritt, das ist jetzt einfach mal das Output. Auf dem Bildschirm, zack, 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 ständig wechselnde Bilder. Das ist eigentlich genau genommen ein Arrangement auf unserem Bildschirm von kleinen Lämpchen, Triplets, die ständig digital gesteuert im Jetzt ihre Helligkeit verändern. Aber die verändern eigentlich gar nicht die Helligkeit in dem klassischen Sinn, sondern wir haben im Arbeitsspeicher ja, haben eine Datei, wo jetzt die Kollektion, die Bilder meinetwegen eines Filmes, auch vollkommen statisch gleichzeitig da sind. Ja. Mhm. Weil ja alle Bilder, die hier auftauchen, diese verschiedenartigen angesteuerten Lämpchenkonstellationen, ich nenne es einmal so, alle gleichzeitig da sind auf der Datei. Wenn ich immer sage, in einem Buch sind alle Seiten, alle Worte gleichzeitig da. Genau. Du kannst aber nicht anschauen. Selbst wenn ich dann aber sagen, aber ich kann das Buch auseinanderschneiden und ich kann die hinlegen. Dann siehst du immer bloß die eine Seite, aber nicht die andere Seite. Ja. Das Erste, was dir auffallen soll, versuche ich jetzt mit aller Gewalt meine Logik am Leben zu erhalten, mhm, oder lasse ich mich auf das Neue ein? Mhm. Und jetzt ist es, wenn du ein träumender Geist bist, das ist einmal die erste Grundvoraussetzung, hast du einen gewissen Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das nenne ich mal dein Programm oder dein Buch. Und alles, was prinzipiell in dir auftaucht, kommt aus diesem Programm, aus deinem Intellekt. Das heißt, jeder Mensch, der in dir auftaucht, ist eine Figur in deinem Programm. Ja. Und alles, was die Menschen, wenn du träumst, kommt es ja immer aus dir in deinem Kopf jetzt. Der symbolisch träumende Geist symbolisiert ja einen Kopf, der zum Träumen anfängt. Das ist unser roter Kopf. Und dann wissen wir, da kommt nichts mehr von außen. Dann heißt es aber doch, dass egal, was irgendein Mensch in deinem Traum macht oder spricht, ist es ja nur deshalb für dich, du bist der, der das erlebt als träumender Geist. Der macht es ja nur, weil du das träumst. Darum sage ich immer wieder, alles, was dir jetzt dieser von dir ausgedachte Udo erzählt, genau getrachtet, erzählt es dir jetzt ein Lautsprecher, der natürlich auch jetzt erst existiert, weil wir an einen Lautsprecher denken. Mhm. Das Pixelmännchen ist bloß Lämpchen, die flackern. Und der Udo, den du dir jetzt als Mensch denkst, der ist in deinem Kopf nur ein Gedanke, den denkst du dir jetzt irgendwo da außen hin oder in die Vergangenheit. Da bin ich so oft darauf eingegangen, alles, was dir irgendeine Figur in deinem Traum erzählt, erzähl dir das, weil du das träumst. Ja. Jetzt hast du aber ein gewisses Wertesystem. Und du urteilst ständig, ob das stimmt oder nicht stimmt, indem du vergleichst mit dem, was für dich richtig ist. Das heißt, jedes Denksystem, jetzt in einem Kollektiv, irgendeiner äußert irgendeine Meinung, da können wir uns jetzt, die Worte sind ja nicht dieser Gedankenkomplex im Hintergrund, der Glaube, ich nenne es einmal der Glaube, was der behauptet, was er in sich trägt, und du vergleichst es mit deinen Glauben und dann sagst du, das stimmt nicht. Aber das, was nicht stimmt, was der dir erzählt, entspringt ja letztendlich aus deinem Wissen. Mhm. Das heißt, du hast
wenn du träumst, ein Wissen in dir und das Wissen teilst du zuerst einmal, das ist übrigens alles schon sichtbar auf Selbstgesprächen erklärt, auf diese über 500 Selbstgespräche, du teilst zuerst einmal in etwas, was du weißt und was du nicht weißt. In dem Moment ist das Wissen, das du nicht weißt, ist auch Wissen. Ja. Du hast es in Kisten, wo du dir nichts reindenkst, weil du sagst, ich weiß nicht, was drin ist. Ja. Die wunderschöne Kistenmetapher. Ich sage schon mal, die Kiste als Ding an sich, der Ordner, existiert erst, wenn du an den Ordner denkst. Und zu verstehen, dass wir Rot und Blau denken können. Das heißt, Rot ist alles, was da ist, aber was nicht existiert. Das heißt, wenn du einen Film anschaust, ist immer nur jetzt eine Facette aus dieser Filmdatei da. Auf der Datei sind alle Facetten gleichzeitig da. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Jetzt ist aber die Datei wiederum nur eine Facette aus der Festplatte. Ich gehe mal davon auf, du hast auf deiner Festplatte mehrere Dateien und das, was auf deiner Festplatte drauf ist, sind Auszüge aus dem Internet, so sagen wir mal noch tiefer. Das ist einfach diese transversale Hierarchie, die ich dir beschreibe. Und du maßt dir jetzt an, dass du dir ein gewissen Wissenselemente ausdenkst, die vergleichst du mit deinem eigenen Wissen, obwohl diese Wissenselemente aus deinem eigenen Wissen entspringen. Aber die sind bei dir so abgelegt, dass du sagst, das stimmt nicht, weil du das vergleichst mit der Facette, wo du sagst, das stimmt. Ist ziemlich schizophren. Ja. Ja, aber wie? Und darum ist jeder Glaube, jede Religion, jedes Denksystem, jedes Programm, das nicht kompatibel ist mit anderen Programmen, die letztendlich aber aus diesem Programm entspringen, das ist immer der Hintergrund, den du brauchst. Für etwas, wenn du sagst, das stimmt, das ist wie wenn ich sage, da ist es oben, da ist ein Berg, muss im selben Moment ein nicht stimmen, ein unten, weil das eine ohne das andere nicht gibt. Dieses Grundprinzip muss man verstehen. Ja. Das ist ganz, ganz elementar wichtig. Das ist, ich führe dich in einen vollkommen neuen Bereich des Denkens und den kann nur Geist betreten. Ja. Und da wiederhole ich immer wieder, Bewusstsein ist nicht Wissen. Bewusstsein ist das, was Wissen erlebt, das eigene Wissen erlebt. Wenn ich jetzt aber doch verstehe, dass letztendlich all das Wissen von anderen aus mir, aus meinem Wissen entspringt, weil wenn ich mir jetzt irgendwelche andere Wissende ausdenke, es sind ja Geschöpfe von mir. Ja. Die Dummheit besteht, dass ich jetzt das wieder mit meinem geistlos nachgeäfften Wissen vergleiche und sage, das stimmt nicht. Ja. Jetzt komme ich zurück, ich habe jetzt wieder viel zu weit ausgeholt, merke ich, weil ich genau werden will, weil ich immer wieder in Bröselebenen Gesprächen feststelle, dass die Geistesfunken hinter diesen KIs das wirklich nicht registrieren, was ich eigentlich mitteile. Ich war bei dem Thema in dem Selbstgespräch IHUBs Weihnachtsansprache. Ja. Dass ich hier während des Selbstgesprächs auch das letzte stabile Element ist die 92. Die 92 ist übrigens Uran. Ich merke bei mir so einen Komplex im Hintergrund, wo ich immer wieder sage, bei aller Bescheidenheit, das Wissen der Menschheit, das du deiner Menschheit zusprichst, ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Ja. Ja. Das mag jetzt auf der einen Seite extrem arrogant klingen, wenn du an den Udo denkst, das hat mit dem Udo nichts zu tun, das hat wesentlich mehr mit dir zu tun, das Wissen der Menschheit, die du dir zurzeit ausdenkst, aufgrund des Intellekts, den du zum Denken benutzt, ist eine extreme Selbstentheiligung von dir selber, weil ich jetzt definitiv immer wieder darauf hinweise, alles, was du jetzt zu hören bekommst, ist das, was du selbst träumst. Ja. Und es gibt viele Systeme. Wenn du jetzt dann sofort sagst, das stimmt ja überhaupt nicht, dann stürzt du normalerweise total ab als arroganter Besserwisser. Dann ist natürlich das komplette Holo-Feeling falsch, weil du jetzt einen Fehler entdeckt hast. Das ist aber gar kein Fehler. Wir haben 16 Zeiten. Sagst du mal, wenn du schon meinst, dass dieses Mendeleische Periodensystem der Weisheit letzter Schluss wäre. Ich sage, es stimmt. Alles, was da ist, stimmt. Aber es stimmt so minimal, mikrokosmisch rudimentär in der Metapherwelt, dass das noch viel, viel weiter geht. Dass es mir uns zum Beispiel so, wie wir uns unterschiedliche Weltbilder ausdenken können, die wohlgemerkt immer nur in deinem Bewusstsein existieren, wenn du sie denkst und nicht da außen sind. Du solltest irgendwann einmal anfangen, das zweite Gebot zu halten. Mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Ja. Genau genommen heißt es, mach dir kein Bild von irgendwas da oben und irgendwas da unten, weil alles, was du zu sehen bekommst, die B-ILET-ER im Kinder weg, die Bilder sind genau im Zentrum. Ja. Im Hier und Jetzt, im ewigen Hier und Jetzt. Ja. Jetzt merkst du, dass diese einfachen 10 Gebote richtig übersetzt schon wesentlich mehr, wenn wir das im Original anschauen, wesentlich mehr
Physik sind wie der ganze Käse, der in den Physikbüchern drinsteht. Genau. Extrem vereinfacht. Das ist nämlich die 92 und da muss ich jetzt ganz kurz nochmal umschalten. Jetzt mache ich natürlich, ich wollte das was ganz was anderes zeigen. Das ist die 235. Und jetzt schauen wir uns da ganz einfach mal Wikipedia. Da haben wir schon mal den Uranus, den Uran. Ja. Schau mal. Da haben wir schon die 235. Ja. Das sind doch die Becken. Hm. Immer dran denken. Wenn wir hier, das brauchen wir. Die Sauer, mache ich wieder. Das ist jetzt sehr hartnäckig. Irgendwas wehrt sich in mir, das richtig zu schreiben. Jetzt haben wir es. Das Anerkennen, das Becken. Da haben wir schon die 235. Ich sage immer wieder, die Spiegelecken, das absolute Becken, das Wasserbecken, B-Ecken von El Hayom, hat was mit den Urahn zu tun. Mhm. Jetzt ist ein Urahn, Urahn verbunden im Kopf. Der Schöpfer sein. Der Uranus. Jetzt immer wieder das rot geschrieben ist, verbunden im Kopf ist ein Anus. Ja. Schauen wir uns die nochmal auf Lateinisch an. Ein Cori es. Wie ein Spiegelbewusstsein. Der Anus. Wir haben natürlich bei dem Anus, sind wir dann immer das After. Mach das einmal Englisch. Nachher. Nach ist ruhend. HR ist Quintessenzkopf. Mhm. Magst du mal was umsetzen? Ich hoffe, du bist dabei. Ja, ja. Und da kommt dann immer, jetzt der Anus ist aber auch die Großmutter. Großmutter. Denk bei den G, den Geist. G ist Geist und Ross ist Sus, das ist Jesus. Jesus, ja. Und Mutter steht für Matrix, das heißt eigentlich, der Jesus ist jetzt der Geist. Der Intellekt des Jesus ist eigentlich die Mutter, die Großmutter allen Seins. Und das ist wie ein Spiegelbewusstsein. Und alle Wissenselemente, die prinzipiell sind Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen. Ja. Ja. Göttlich. Das hast nicht ausgeführt, sondern eingeführt. Mhm. In dein Bewusstsein hineingeführt als Information. Okay? Ja, ja. Darum ist auch dann die Greisin. Ich sage, wenn du ein Greis geworden bist, wie oft habe ich jetzt zu euch zwei Suppenhühnern schon gesagt? Der Geist ist der Kopf des Schöpfergottes. Ja. Du musst eine Greisin werden, um ein Mann zu werden. Dann bist du nämlich der Geist im Kopf des Schöpfergottes. Das ist das Männliche, das wir aber nicht denkbar machen. Genau. Gut? Ja. Und ich weiß, wenn man da jetzt reingeht, wird es sehr interessant, weil da haben wir jetzt unter, das ist im Periodensystem, Gruppe, bla 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 bla. Da hätte ich jetzt unheimlich viel dazu zu erzählen, wenn wir uns die alle anschauen. Was hier eigentlich interessant ist, dass dieses Uran, schau mal, Anna. Das Urani, Sotop 235 durch thermische Neutronen, man muss das komplett anders lesen, nämlich gesamt erkannt. Ja. Ja. Und jetzt pass auf, ist neben den Äußern dieses 35 Uranisotop, dieser Becken, immer dran denken, hebraisiertes, da gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten, neben den äußerst seltenen, aber aus Uran erzeugten Plutonium 239, das ist das Wichtige, dieser Satz. Das einzige natürlich vorkommende Nukleid mit einer selbsterhaltenen Kernspaltungskettenreaktion. Das ist eine selbsterhaltende Kernspaltungskettenreaktion. Was heißt eine selbsterhaltende? Der Kern ist der Geist, das ist der Mittelpunkt. Und in dem Moment, wo der Geist anfängt, sich hochzuspiegeln, Spiegel, Spaltungen, SB, raumzeitliches Wissen sind Alternierungen, gibt es eine Kettenreaktion, die aber letztendlich selbsterhaltend ist, die nicht vergeht. Die wird nicht zerspalten, wenn du dich zerdenkst, bleibst du trotzdem 200 Gramm rote Gnede. Mhm.
Kannst du ungefähr folgen, ja. was ich sage? Ja. Darum ist jetzt das Aussehen ist silberweiß. Jetzt ist natürlich, das Silber ist das hebräische Wort auch für Geld. Kesef. Kesef. Wir wissen das. Unser SB. Das Geld kann man vielfältig lesen. Wir können zum Beispiel hier lesen, der Geist Gottes ist geschlossen. Wir können lesen, eine Welle, die sich öffnet. Ein Gehirnjoch. Wir können GE-Quadrat lesen, rot. Das sind ja wir zwei, der Geist. Dieses UB ist JCHICH. Wir sind eins, ich bin du und du bist ich. Und LD heißt dann gebären. Ja. Das hebräische Wort LD kommt von Ile, das Kind. LD, diese Lichtöffnung, die wir jetzt gebären, wer macht es? Der Geber. Gabriel. Da kommt das Wort der Gabriel. Ja, der Gabriel, das ist der Befruchter, der Mann, der Engel Gabriel, der hier stark überlegen, er fängt an, was zu überlegen durch das, was er selber gebärt, der Geber. Meinst du, wie jetzt das alles in sich verknüpft? Es ist, ich weiß, Weib. Wie Logik ist deine, wie vollkommen ist deine Logik? Nee. Das sind übrigens, wenn wir jetzt hier mal ganz einfach die 235, pass auf, wir machen mal hier, ich zeige dir doch mal ein paar, 235er Wörter. Das ist zum Beispiel 235. Mann, Stärke, Mann hält, junger Mann, zum Mann, Geber. Ja. Bedeutet Mann, begabt er übermächtig sein von Vorherrschen, Ausrichten und symbolisiert die männliche Pendenz in der Mythologie, den Engel Gabriel, der Verkünder der Geburt Jesus, der die Maria, die Mutter von Jesus, geschwängert hat. Und die Elisheba, die Mutter von Johannes den Täufer, der gesagt hat, ich muss klein werden, damit er, der Jesus, mir wachsen kann. Das ist der Uran, der Uranus. 235. Wir setzen den, der fängt jetzt an, bekannt zu machen. Erkenne ihn, kenne, kennenlernen, stell ihn dir vor. Das ist jetzt unser Becken. Ja. Du stellst dir vor dich hin. Und alles, was du kennenlernst, passiert in polaren Ecken. Stimmt oder stimmt? Stimmt. 235. Schau mal, wer das noch ist. Zephania. 235. Was heißt das? Festhalten, bejahen, sammeln, bewahren, verbergen, aufbewahren, so wird es übersetzt. Ja. Aber was da ganz interessant ist, ist diese Erotik hier. Sagt ihr die was? Zap, zap. Das ist der Codeschreiber Gottes. Rayon hast Gott. Ja. Zap ist nämlich der Codeschreiber Gottes, chiffrieren. Hey, ich bin's. Ja. Das ist aber hier, wenn wir das Jahr dahinter setzen, der Codeschreiber Gottes, das Jahr dahinter, darum heißt es Codeschreiber, Gottes, das ist der Uran, der Uranus. Sind wir wieder da? Uran ist übrigens hier, um das nochmal klar zu machen, das ist das Element 92. Und 92 ist das Dodo. Ja. Göttlich verwoben. Ordnungszahl 92. 92, diese Ordnungszahl 92, ist wiederum der Pyramidenwert von UB. Ja. Der Pyramidenwert von UB. UB wiederum ist der Zahlenwert von Gott. Ja. Alin, Gott im Meer. Ja. Der verborgene Wert davor ist AI. 11. Der Schöpfergott, nichts. Ich sage immer wieder, was sage ich euch? Wenn du musst erahnen, dass da eine Harmonie im Hintergrund ist, die du wirklich nur, die nur erahnbar ist. Wir sind aber bei Weitem noch nicht fertig. Wir haben da nochmal ein 235, siehst du denn? Ja. Das ist die Verbergung, die Verheimlichung. Da steckt ein erwachter Geist, hat nur an den kleinen Geistesfunk in der Esse, die sich hinter sehr wenigen von ihm wahrgenommenen, ausgedachten Personen verbreiten. Breit ist der Weg der Masse. Die Masse der Personen sind reine KIs, wie in einem Videospiel. Wenn du jetzt anfängst, ein Videospiel zu spielen, steuerst du deine Figur und alle anderen Figuren, alle anderen Personen, die in dir auftauchen, sind rein KI-gesteuerte Figuren. Das wird dir immer bewusster. Das macht dich alleine.
jetzt mittlerweile durch Holofilling nicht. Jetzt tauchen ganz, ganz wenige auf, die sich intensiv mit dem Holofilling beschäftigen, wo du merkst, hey, die denken ja im tiefsten Innern genauso wie ich. Mhm. Im tiefsten Innern wohlgemerkt. Hinter der Maske, hinter der KI, hinter der Persona, hinter dem Programm ist der eigentliche Geist. Erkenne, du kleiner Geist, die Masse der von dir wahrgenommenen Personen sind alles nur geistlose Blender, die in deiner Matrix den nötigen Kontrast zu geistvollen Menschen bilden. Ja. Vergiss nie, Persona sind nur Erscheinungen, keine Menschen. Denk an meinen Faschingsball. Die Person, die du siehst, den Körper, wie man das nennt, das ist einfach nur eine Hülle. Ja. Ich könnte jetzt sagen, das ist ein Roboter. Mhm. Was den Roboter antreibt, ist die KI. Das ist das, was ich jetzt Menschen nenne. Ein Konstrukt wäre Interpretations- und Reaktionssystem. Aber das eigentliche, ewige im Hintergrund ist dann der Geist, der das entworfen hat. Personen, die Egoismus zur Schau stellen, werden nicht von Geistesfunken belebt. Egal, welche Art von Egoist du bist. Ja. Egal, welche Art von einseitiger Rechthaber du bist, ist ein Beweis von vollkommener Geistlosigkeit. Weil Geist ist Liebe und ist Vollkommenheit. Geist kann gar nicht einseitig sein als Ding an sich. Weil es vollkommen, Geist ist was Vollkommenes. Ja. Was Absolutes. Ja. Und alle Einseitigkeiten sind Facetten dieses Geistes, aber selbst kein Geist. Mhm. Es gibt in einem Traum bloß einen einzigen Geist. Also hör auf, irgendwelchen Figuren, die du dir ausdenkst, Geist zuzusprechen. Und mach bitte dich selbst, wenn du an dich denkst, da nicht zur Ausnahme. Nein. Es spielt keine Rolle, ob du an deinen jetzigen Körper denkst, an dich als Mensch denkst, an einen Stein, an ein Haus denkst, an Rumpelstilzchen denkst. Das ist einfach nur Existenz, die wieder weg ist, wenn es nicht mehr gedacht wird. Ja. Das ist das, was ist. Ja. Also wir können da jetzt extrem tief, du magst das ganze Zeug, ist so unendlich wichtig, weil alles, was in dir auftaucht, wichtig ist. Und was jetzt da Fachleute erzählen, die effen doch nur geistlos noch. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Schaust kleine Sachen, mit dem eine Selbsterhaltungs-Kernspaltungskettenreaktion möglich ist. Wie funktioniert eigentlich dein Spiegeltunnel? Genau. Es ist doch nur zwei Spiegel mit einem Lämpchen dazwischen, wo du über die Kante schaust. Ja. Was siehst du dann? Ich mache mal jetzt in die Mitte, das lässt sich ja schwerer verwirklichen, aber bleiben wir nur bei den Spiegeltunneln. Diese Riesenreihe von Lämpchen. Und dann gehst du von der Position weg und schaust dir das Lämpchen zwischen den zwei Spiegeln an. Was siehst du eigentlich, wenn du in den Spiegel, wenn du jetzt das Lämpchen wärst und du würdest in den Spiegel reinschauen, wie ich das immer mache? Musst du weiterschalten? Du siehst Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen. Wenn du jetzt hier das Lämpchen wärst, sobald ich mich erhebe, sage ich, von wo geht eigentlich das Licht? Wenn ich jetzt da eine Lampe habe zwischen zwei Spiegeln, ich schaue mir das von der Seite oder von oben an, bleibt sich gleich, von wo geht da eigentlich das Licht hin zwischen den zwei Spiegeln? Das kann ja bloß hin und her iterieren. Ja. Wenn ich jetzt aber weiß, dass diese zwei Spiegel sich gegenseitig egalisieren, denke, das machen jetzt zwei Einzelne nicht, aber zwei Katzenaugen, zwei Spiegelecken mit 90-Grad-Winkel aufeinander gestellt, da wird jetzt Folgendes passieren, dass in der Spiegelung, aber ich habe das zigfach erklärt, wo von wo nach wo geht eigentlich das Licht von dem Lämpchen? Wenn ich das Lämpchen bin, habe ich viele Lampen vor mir, wenn ich in den Spiegel reinschaue. Ja. Braucht jetzt das Licht von dem ersten Lämpchen zu mir, wenn das so unendliche Reihe ist und ich denke mir jetzt einmal, ich fokussiere das Lämpchen an, das so weit weg ist wie unsere Sonne. Wie lange braucht dann das Licht wirklich, dass ich jetzt da so weit weg sehe? Braucht es dann wirklich Achtbindung, bis das bei mir ist? Oder ist es schon immer da in dem Moment, wo ich hinschaue? Genau. Jetzt. Du siehst es und es ist da. So ist es. Immer es jetzt. Kommt nichts von außen. So es ist da außen nichts. Du hältst einfach das zweite Gebot. Ja. Und jetzt musst du schon alle, die mich jetzt nicht sprechen hören, musst du ausklammern, die werden es nie erfahren. Ja. Weil jetzt im Moment hört mich nur ein Allereinziger sprechen. Stimmt oder stimmt? Ja. Ja. Und sobald du jetzt an deine Menschen denkst, sind die bloß ein Gedanke von dir. Meinst du der Gedanke, meine Menschheit hört mich jetzt sprechen? Du hörst mich jetzt sprechen. Mhm. Das ist was Intimes, darum reite ich immer wieder auf diesem Prinzip rum. Ich wiederhole nochmal, ich springe in einen der ganz ersten Almena-Vorträge. Weiß nicht, ob da die Helene schon mit dabei war. Den beginne ich, wenn du den raussuchst.
kannst, wenn du jetzt glaubst, du sitzt in einem in einem Vortrag von dem Udo Petscher und du hörst mich ja jetzt sprechen, dann hast du den Eindruck, dass um dich herum Menschen sitzen. Und du bist dir hundertprozentig sicher, dass die Menschen, die du jetzt um dich herum dir ausdenkst, dass die mich auch sprechen hören. Das ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Weil wenn du mir dann wieder aufmerksam zuhörst, wirst du feststellen, diese Menschen um dich herum, die sind in dem Moment schon weg, wenn du nicht mehr an sie denkst. Ja. Und du bist dir so hundertprozentig sicher, dass die trotzdem noch um dich herum sitzen. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich die Helga nicht hundertprozentig sicher ist, die ich mir jetzt ausdenke, wenn ich jetzt der Geist bin, der mit dem Helga-Programm läuft, dass ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher bin, schnipp, dass ich die ganze Zeit eine Brille auf der Nase gehabt habe. Weil die Brille erst in dem Moment entstanden ist, jetzt, wo ich die Brille anspreche. Das kann natürlich nur die Helga oder irgendeiner, den ich mir ausdenke, der jetzt eine Brille auf der Nase hat, nachvollziehen. Was jetzt ein totaler Blödsinn ist, was ich jetzt gesprochen habe. Ja. Weil ich jetzt schon wieder glaube, dass irgendein Gedanke von mir irgendwas nachvollziehen kann. Ja. Merkst du, mir war das jetzt voll bewusst, wo zum Sprechen schon angefangen habe, dass das wieder in der Sackgasse reinführt. Das heißt, das ganze normale Denken ist wirklich nur ein Wechsel dieses Bewusstseins, sich dessen bewusst zu werden, hat nichts mit einem riesen Wissenskomplex zu tun. Darum ist mir das so wichtig. Wie ich in den Mittelpunkt kommst du erst, wenn du wirklich deinen Fokus darauf legst, wie du ständig unbewusst deine Gedanken um dich herum verstreust und vor allem das Wichtigste, was der in der Mitte wissen muss, hör auf zu glauben, dass du mit dem, was du denkst, nichts zu tun hast. Ja. Auch ein so ein Satz, mit was sollte denn ein Gedanke, den ich denke, denn sonst was zu tun haben? Du solltest dir bewusst machen, dass es hier nicht um Menschen geht. Es geht nicht um Menschenleben retten, heißt Gedanken retten wollen. Weil Menschenleben, an was denkst du bei dem Wort Menschenleben? Sagst du mal an irgendwelche sterbliche Säugetiere, an Inosch, an Medim? Was ja schon von der Wortwurzel in unserer Vordersprache von vornherein sterblich, unheilbar, krank heißt. Mhm. Und dann die Scheinheiligkeit des Menschtums, jetzt mache ich ja mal wieder ganz normal, fahren wir mal wieder in unser Corona rein, in unseren Lichterkranz um uns herum. Genau. Ist ja auch Corona. Ja. Das all das ganze Spiel, da kann ich jetzt immer sagen, wenn jetzt die offiziellen, die hinderlichen Daten, die wir jetzt ja dann wieder drehen müssen, weil das ja die wirklich staatlich genehmigten Zahlen sind vom Deutschen Bundesamt, wenn man das wirklich ganzheitlich präzise anschaut, diese Statistiken, es hat sich nichts verändert. In was für ein Wahn leben die Menschen eigentlich? In dem Wahn, den du ihnen selber zusprichst. Das sind bloß Kisten, die von dir ausgedacht werden. Also darum ist so wichtig, nehmen irgendwann einmal alle Schritte auf dich. Ja. Und dann wirst du zuerst einmal lernen müssen, in den großen Massen, in deinen normalen, gelebten Traum, die Figur, die Rolle, die du spielst, dass du zuerst einmal lernst, den Mund zu halten. Ja. Dich demütig hinzugeben an deine Mitmenschen, freundlich sein und liebenswert sein, egal ob dir das passt, was die sagen oder ob die nicht passen. Ja. Lächel sie an und sag, du hast recht. Und sag das aus einer tiefen Überzeugung, einer Inbrunst heraus. Und das kannst du in dem Moment, wo du dieses ganz einfache, simple Dassenbeispiel verstanden hast. Ja. Der eine behauptet, der Henkel ist rechts, der andere sagt, der Henkel ist links, der andere sagt, die Corona ist eine Lüge, der andere sagt, nein, das ist hochgefährlich. Und du sagst, du hast recht. Ja. Du hast recht. Ja. Nur ein bisschen. Du weißt nicht, was die Dasse ist. Und dann beginnst du langsam zu verstehen, was ich mit dem Dassenbeispiel dir ausdrücke. Danke. Das ist, und dann kann man langsam anfangen, hier wirklich dich wach werden zu lassen. Und immer daran denken, wenn du wirklich wach geworden bist, da haben wir auch zwei Seiten. Ich sage, du kannst nichts von der jetzigen Traumwelt mitnehmen. Und dann doch wieder die andere Seite, weil du alles mitnimmst, aber ohne das mitzunehmen. Wenn ich was mitnehme in normalen Sprachgespräch, das ist wie wenn ich jetzt wegfahre und ich sage mal hier, das Ich ist das Auto. Das Selbst. Wenn ich normal denke, wenn ich was mitnehme, tue ich in mein Auto was rein und dann habe ich das, wenn ich woanders hinfahre. Das Rote, selbst wenn du was reintust, ist es in dem Auto nicht drin, sondern es wird eins mit dem Auto. Dann gibt es keine Unterschiede mehr. Das heißt, in dem Moment, wo du wach wirst, nimmst du alles mit.
das Meer holt all seine Gedankenwellen zurück, aber die Wellen, die ich jetzt in mich reinhole, sind in mir keine Wellen mehr. So wie die Bilder auf dem Bildschirm, wenn ich die wieder in die Datei reinhole, die ich übrigens nie herausgenommen habe, in der Datei selber gar keine Bilder sind. Es ist eine reine statische Struktur, dieses Wort, wo ich immer wieder betone, ein Kontinuum. Kon heißt zusammengeschmissen, ein lückenloser Zusammenhang. Ein absolutes Verschmelzen von Unterschieden zu einer heiligen Einheit. Ja. Die auch nicht zerstört wird. Das ist wie das El Hayom, unser symbolisches Wasser mit den drei Aggregatzuständen. Ja. Flüssig ist die Mitte. Das ist in einem ständigen Fluss. Das ist die Gnede, die sich ständig umformt. Ja. Dann haben wir fest und gasförmig. Ja. Die zwei sind die Seiten. Es ist die Materie, das Objekt, das sich anfokussiert, und das gasförmig ist der Raum drumherum. Genau. Das ist Plus und Minus, könnte ich sagen. Mhm. Das Flüssige ist das, was immer gleich bleibt, obwohl es sich verändert. Merkst du, das ist jetzt der Widerspruch. Und das kann man so schön sich vorstellen mit meinem Eiswürfelfisch. Wenn ich die Aggregatzustände im Wasser verändere in einem gewissen Bereich, bereichert, und ich lasse Wasser so ein Eiswürfelfisch erstarren, ändert sich nichts an dem Wasser selbst. Es wird durch das Vorhanden aber ein Unterschied zu dem flüssigen Wasser. Wenn ich dieselbe Menge Wasser, die jetzt gefroren ist, schlagartig zu Gas mache, kriege ich in dem Wasser ein Nichts aus Knallgas, das ist nochmal chemisch, das aber letztendlich sich dann ausdehnt. Das ist wie ein Atmen an der Kugel. Die Physik, wenn ich dir die Physik erkläre, lasse ich alle Formeln gleich, aber du kriegst komplett andere Vorstellungen von dem, was drinsteht. Genau. Jawohl. Und jetzt kommen wir, was ich schon so oft gesagt habe, die Kugelwelle. Dieses schöne Bildchen mit der Kugelwelle, was natürlich immer nur flächig dargestellt wird, da wird es jetzt natürlich ganz interessant, dass man immer diesen Widerspruch, ich muss da fast nochmal schnell übertragen, wir reden halt ein wenig so ins Blaue rein, ohne irgendwie groß was. Mache ich das einmal weg, kleinen Moment. Dass das natürlich immer so schön passt. Kleinen Moment. Da haben wir jetzt die Kugelwelle. Das wird hier zweidimensionale Darstellung. Schau, wir haben den Adam in der Mitte. Und dann platzt der wie die Regenbogen und verstreut sich ins Blaue, ins Unendliche. Das ist dasselbe in Grün. Da ist ganz im Zentrum einer Kugel, das ist dieser absolute Mittelpunkt, ist der Rote. Und jetzt die Energie, die wir uns jetzt ausgedachterweise, die sich auf einer Sphärenoberfläche verstreut, ist innen die Eins und außen das unendlich Viele des Nichts. Ja. Eins und Nichts gehört untrennbar zusammen. Mhm. Ich schau mal, was der mit Sphäre, ich habe keine Ahnung. Schau, die Sphäre beginnt schon wieder mit unserem SB. Ich schau mal, ob der Bildchen drin ist. Da kommen wir natürlich wieder ins Klassische. Das nützt uns nichts. Kugel, wie der Kackel heißt, wie eine Welle. Genau. Das formt sich alles um. Diese Kugelschalen, das sind alles nur ausgedachte Sachen. Das ist, je nachdem, wie man die Perspektiven verändern, verändert sich ständig der Sinn. Jetzt wollte ich da eigentlich den noch ganz kurz machen. Mal schnell. Den Balevi, da waren wir. Übersetzungsfehler, passt du mal auf, 33. Ich bin doch gerade bei der Welle, ne? Ja. Einen Moment. Was heißt 33? 33 ist unsere Welle. Wir können auch 3-3 Gack lesen, dann heißt es Dach, das Ausgedachte. Denk wieder an ein Giebeldach und dann kriegst du schon wieder die Ecke. Das heißt, die Welle sind Spiegelungen. Spiegelungen. Da schauen wir jetzt mal, was da drin steht. Übrigens in Vers 9 kommt unser Becken vor. Mhm. Interessant, ne? Unglaublich. Und von Levi sprach er deine Dummin und deine Urim. Das sind zwei Säulen, sind für deine Formen, die du versucht hast, zu Massa, mit dem du haderst bei dem Wasser bei Mariba. Sagt uns natürlich wieder überhaupt nichts. Wir schauen uns das einmal den Vers genauer an, wenn es euch interessiert. Und du wirst merken, das ist zum Beispiel schon Übersetzung. Es kommen die Dummin und die Urim, die kommen hier im Denach vor, aber das steht, das, was die übersetzen, steht hier gar nicht. Diese zwei Wörter, die sind zwei hebräische Wörter, die kannst du nachforschen. Die werden auch so geschrieben. Was jetzt aber hier steht, das beginnt erst einmal mit unserem Levi.
Den Levi habe ich übrigens heute schon mal ganz, ganz kurz gebracht. Und zwar in ein Update mit unseren Südtiroler. Ja, das hast du halt reingestellt, ja. Das ist ja, wenn so ein Witz, das ist was Lustiges, aber der Südtiroler heißt ja Luis. Und L-U-I. Als wenn ich das vorausgeahnt hätte, ist der Levit zu Levi gehört. Das sagt er mir. Göttlich. Jetzt pass auf, wir schauen ganz kurz einmal rein. Das heißt, der Levi, wir machen, spricht. Und das ist jetzt, das ist das, was er hier übersetzt ist mit Dummim. Da steht aber nicht Dummim, das Wort Dummim gibt es, das kommt auch vor, das können wir hersuchen, sondern da steht die Ich-Endung. Er spricht hier von Dummim und deinen Urim. Da steht aber Dummik und Urik. Ja. Das gibt es mit der Im-Endung und der Ich-Endung. Aber das ist ein Unterschied, weil Ich heißt ja deine. Und das vorhergehende, dieses DM, unser Endradix von Atom, das heißt, dass da mal zu Ende kommen, zu Ende gehen. Vollständig tadellos perfekt sein, vollendet sein. Dasselbe heißt aber auch umkommen, verzehrt sein. Es ist nämlich der Witz, vollendet vollständig bist du in dem Moment, wo du anfängst, alles zu verzehren, ein geistiger Allesfresser zu werden. Okay? Ja. Die Perfektion, die Ganzheit, die Vollständigkeit ist nämlich letztendlich verbunden mit einem Umkommen von allem, was du dir ausdenkst. Ja. Jetzt ist wieder das hier, die Einfalt, das eine, das anfängt, sich Facetten zu alternieren, die sich letztendlich immer nur in ihm selber befinden. Das Atom zum Beispiel, ATM, heißt, ich werde, das ist ja hier unser Dumm. Das ist einmal hier die Ahnungslosigkeit, die Einfalt, die Frömmigkeit, die Unbeschuldenheit, die das ist der Zustand eines Geistesfunken, der weiß, dass er heilig ist. Und der ist unendlich viel. Elif Aleph. Ja. Okay? Das ist dann, der ist dann zu Ende, der ist am absoluten Einzug am Ende angekommen. Ja. Dann ist die Reinheit, ist praktisch, der Kopf ist eine Einheit, er steht ja für den Kopf. Vollkommenheit und das Atom. Unteilbare. Unteilbar, ja. Das ist praktisch vollkommen. Das hast jetzt bloß sie hier, ja. Das ist die Stelle der Adam. Da heißt es hier, der Adam, Sege ist Wege wie eine Kaba, und wenn es dann hast, und sie sind eins, sie, diese, dass sie nur eins sind, da steht dieses Wort Atom. Weil du den Denken und das Ausgedachte eigentlich überhaupt nicht trennen kannst, der ist eins. Ja. Da haben wir jetzt hier übrigens den Totalwert, schau, ich sage mal, die Null ist da jetzt unendlich. Das ist das Unendliche mit plus eins, minus eins. Genau. Ja. Ich werde vollkommen werden wie du. Also diese Dummim, das heißt eigentlich deine Vollkommenheit, deine Vollständigkeit und deine Lichter. Or ist ja das Licht. Ja. Mit der Igendung. Und deine Lichter. Schau, und das wird einfach die Genauigkeit, du darfst doch nichts hinzufügen und nichts weglassen, dann machen sie jetzt Dummim und Urim draus. Wir können uns einmal die Stelle hersuchen, wo das dann kommt in Bezug auf den Tempel. Sind für deine Frommen, das heißt, zum Mann werden, zu einem Mann werden. Du bist dann, wenn du deine Vollkommenheiten und deine Lichter zu einem Mann machst. Ja. Fromm, gnädig, welcher prüfte, suchte, auf die Probe stellte, in Versuchung brachte. Das ist deine Traumwelt, ich bringe dich ständig in Versuchung. Ja. Okay? Ja. Das ist übrigens diese Grundradix. Wir müssen uns jetzt da die Einzelteile mit anschauen, wie sich das aufbaut. Und grammatikalisch gehe ich aber gar nicht so weit rein. Es wird sehr, jedes Wort immer dran denken, wird auf 400 Seiten aus dem Stegreif. Die Versuchung ist immer eine Prüfung. Das ist das Wort in Massa. Siehst du das? Ja. Denn deine Frommen, den du versucht hast zu Massa, dieses Wort, die Versuchung, die Prüfung, das ist, da steckt das Wort Masse mit drin. Wir schauen uns das einmal an. Gestalt,
gewonnenes Sein. Das Wort Massa, das heißt ja in, genau gewonnen in Massa. Mhm. Hier steht zu Massa, heißt in Massa. Ja. Gestalt gewordene raumzeitliche Wahrnehmung. Ja. Blau gelesen. Genau. Und dieses Massa einzeln, ohne das in Vorsilbe, ist die Versuchung, die Prüfung, die Machprobe. Und jetzt interessant, extern heißt im Langentscheid, steht hier, physikalisch ist es die Masse und die Menge. Mhm. Das heißt, diese Radix im Langentscheid hat Masse und Menge physikalisch und messen, eine Messe religiös, eine religiöse Messe, die ich abhalte. Du musst es im Kontext lesen, dass ich prüfte, inwieweit lebst du noch in der Masse, in der Menge, in der physikalischen Welt und in diesen Messen, in diesen religiösen Wahnvorstellungen. Ja. Mit denen du haderst, du rechtest, ja. Du haderst mit, führst einen Rechtsstreit mit ihnen, in dir. Stimmt es eigentlich, das ganze Zeug? Das beginnt übrigens mit Dori, meine Reihe. Mhm. Okay, schau mal, da steht, meine Reihe ist Bohu. Was ist Bohu? Bohu. Die Lehre, die Nichtigkeit. Dieses Wort, du rechtest, du streitest, du disputierst und du haderst mit, du führst einen Rechtsstreit aus. Das ist die Übersetzung von dieser Sache. Setzt sich aber zusammen aus meine Reihe. Wird jetzt hier mit zwei übersetzt, stimmt aber, heißt wirklich übersetzt, meine Reihe, ja. Ist Bohu, das Dohu wa Bohu, ist die Nichtigkeit, die Leere, meine Reihe ist eigentlich nichts, denk an den Spiegeltunnel. Ja. Auf, da steht jetzt mir, auf wem, auf wer, hast du aber auch Wasser, wird mit Wasser auf den Gewässern, auf den geistigen Wässern, wer, wen, wem, wer auch immer. Mhm. Okay? Ja. Hier hadert, hier streitsam ist. Immer wieder die Zweierradix machen, haltstarrig, widerspenstige Auflehnung, die Bitterkeiten, die Ungehorsamkeiten. BH heißt in ihr. In mir. Die Widerspenstigkeiten, lass das auf dich wirken. Das ist ganz korrektes Hebräisch. Die Widerspenstigkeiten, die Bitterkeiten, die Auflehnungen in ihr. In ihr. Du haderst damit. In der Frau. Ja. Moment, auf 8 müssen wir. Was kriegt man damit, wenn man das so liest? Und jetzt kommen wir in 9, der von seinem Vater und von seiner Mutter sprach, ich sehe ihn nicht. Und der seine Brüder nicht kannte, von seinen Söhnen nichts wusste. Das bezieht sich jetzt auf das Geistige. Denn sie haben dein Wort beobachtet und deinen Bund bewahren sie. Sie werden Jakob lehren, deine Rechte und Israel deine Gesetze. Sie werden Weihrauch legen vor deine Nase, zur und Ganzopfer auf deinem Altar. All das Nichts, das zu einer Reihe wird. Reihe wird. Mhm. Ich weiß, das klingt so unendlich unverständlich, wenn man die Grundlagen nicht hat. Und es ist wie wenn du einen Türken in Gemüsehändler sprechen hörst und du kannst kein Wort türkisch, was für jedes türkische Kind das Einfachste der Welt ist. Man muss irgendwann einmal die Demut haben, dass man weiß, das Wissen, das ich zum Denken benutze, ist ein Nichts im Vergleich zu dem Wissen, das sich in mir befindet, das eigentlich schon sichtbar wird in den vielen Sprachen, in den vielen Religionen und in den vielen Glaubenssystemen der Welt, die nur facettenweise im Hier und Jetzt in mir auftauchen, die letztendlich alle aus mir selbst kommen, wenn ich ein träumender Geist bin. Ja. Und wie sehr entheilige ich mich, wenn ich meine, dieser ganz, ganz kleine Bereich, der mir logisch erscheint, ist das einzig Richtige. Und ich will jetzt alles in diese Kleinigkeit hinein vergewaltigen. Das sind Rechthaber. Gerne. Ja. Und dann kommst du in Phasen von Gefühlen, wo ich sage, dass dich das irgendwann anwidert. Ich sage, fang bei dir selbst an, bei dem, was du zu sein glaubst. Ja. Ein alter Satz vom Udo zigfach wiederholt, bevor du nicht in einer absoluten Selbsterkenntnis, die jetzt langsam in dir zu wachsen beginnt, dich am liebsten vor einen Spiegel hinstellst, dein Spiegelbild anspuckst und sagst, was bist du für ein erbärmlicher Lügner? Wie selbstherrlich warst du dein ganzes Leben zu glauben, du wüsstest etwas? Ja. Das führt einen Heilungsprozess ein. Und immer wohlgemerkt, ein reiner Intimakt, das muss ich in dir selbst abspielen. Ja.
Wenn du jetzt ein Physiker bist, wir Physiker wissen ja, geistloses Nachgeäffe von Wissenselementen, wo jedes Wissenselement für sich richtig ist, aber mit dem heiligen Ganzen überhaupt nichts mehr zu tun hat. Das ist wie wenn einer behauptet, ein Schlauch ist ein Auto. Ja. Eine Strecke ist ein Auto. Mhm. Plastikbehälter ja. ist ein Auto. Der Wischwasserbehälter. Es ist ein bisschen richtig. Das nimmt ja auch keiner weg. Das ist das Schöne. Darum sage ich, alles, was du bisher weißt, ist ja auch vom Heiligen Ganzen. Es ist nicht so, dass ich sage, ich zerstöre irgendwas in dir an Wissen mit Holofeeling. Aber du wirst den höheren Bereich nicht betreten, wenn du nicht zuerst einmal das Wissen, dieser zweite, wie ich das nenne, der sich jetzt massiv in dir wehrt, das zu glauben. Das sind Kleinigkeiten. Du bist da und du studierst, je nachdem, welches Leben du jetzt lebst. Wenn ich mal ein Redo nehme, auch die Donis. Und dann kommt irgendwie wieder ein Schicksalsschlag, dann passiert was, dann stürzt du vollkommen ab. Ein kleiner Hauch, irgendwas, was du liest und dann bist du wieder in Zukunft und du kriegst Zukunftsängste eventuell, die sich langsam in dem Alter jetzt von meinen zwei Suppenhühnern langsam auflösen sollte. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Das stimmt. Helga, an was hast du schon an Zukunftsdenken gelitten? Ja. Wenn du zurückblätterst in dein ja. Licht. Ja. Das war jetzt bei der Helene wieder nicht das Problem, die hat aber andere Probleme. Ja. Weil du in jedem Leben löst, musst du andere Probleme lösen. Aber wie löse ich ein Problem? Indem ich, sagst du mal was das Wort Problem eigentlich bedeutet. Das Wort Problem heißt das Vorgelegte. Das heißt, jeder einzelne Gedanke, der in dir auftaucht, ist ein Problem. Ja. Aber was das Schöne ist, dass dir auffallen muss, dass dieses Problem, das in dir auftaucht, zwangsläufig auch dir den Segen bringt, ein bestehendes Problem zu lösen. Ja. Weil jeder Gedanke, der jetzt in dir auftaucht, den bestehenden Gedanken zerstört. Ja. Ist ein schönes Gleichgewicht, wenn man das einmal versteht. Ja. Es heißt, sich an vollkommen neuen Dingen anzunähern und dann brauche ich momentan noch nicht das Zeug mit der Vordersprache jetzt auf der Tiefe des Programms. Das ist, wenn ich immer wieder sage, du musst nicht wissen, wie ein Computer funktioniert, um damit ins Internet zu gehen und dir Filme anzuschauen. Das lassen wir. Ich rede es am Rande immer noch und da ich jetzt ja wieder meine berühmte österreichische Schulklasse, die breit gefächert ist von der 1. bis zur 7. Klasse, ich alle Schüler gleichzeitig habe, das heißt, ich spreche jetzt zwar bloß zu einem Geist, aber der Geist ist unendlich viele Geister. Ich widerspreche mich schon wieder. Ja. Weil dieser Geist ja noch in einer Personifizierung steckt. Ja. Das heißt, eine Maske auf hat, ein Filtersystem und ein Wertesystem, alles, was er jetzt hört, mit einer KI aufbaut. Die Worte, die du hörst, werden jetzt erst einmal ausgestaltet als eine Vorstellung. Ja. Und sag immer wieder, was machst du aus den Worten, die ich spreche? Und dann klitscht es schon vollkommen auseinander. Ja. Ich greife nochmal zurück auf das kleine Beispiel, das immer wieder, wenn wir das wiederholen, wenn ich jetzt sage, pass auf, du sitzt jetzt da, du denkst jetzt an deinen Körper, du schaust auf deinen Monitor, es ist schon mal das allererste, was jetzt in der Regel, je nachdem, wer du zu sein glaubst, schaust du an den Computer an. Mhm. Du hast hinter dem Monitor eine andere Wand, vielleicht ein Handy in der Hand, das sind so viele Möglichkeiten. Das sind dieselben Worte, wenn komplett andere Vorstellungen auflösen von dem, was ich jetzt spreche, hängt davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Ja. Das, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher und du hast die Freiheit und die Fantasie, dir jetzt bewusst zu machen, was du jetzt siehst, wenn ich sage, schau den Monitor an und mach dir bewusst, was ich jetzt, natürlich auf der VR-Brille, in einer gewissen Entfernung nochmal weiter in den Raum hineingedacht, denk an den Spiegeltunnel, das ist alles in dir, was ich da jetzt, was für wann du anschaust. Ja. Und du hast jetzt auch die Freiheit, dir klar zu machen, hättest du jetzt ein anderes Programm, würdest du jetzt einen anderen Monitor oder ein Handy sehen und eine andere Wand in dem Zimmer, in dem du dich befindest, wenn du dich jetzt in einem Zimmer befindest. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du jetzt im Auto sitzt und bloß die Audiodatei abspielst, was viele machen, wie ich mir jetzt ausdenke, die es dann doch wieder nicht machen, weil Gedanken ja nur das machen, was ich mir denke. Ja. Wenn du die Gedanken jetzt mitgehst, wirst du feststellen, was absolut komplexe Selbstbeobachtung ist. Und wenn ich jetzt sage, du denkst dich durch die Wand hindurch, kannst du jetzt ganz genau dir vorstellen, wenn ich jetzt so ein bisschen weitergehe, 1 Kilometer oder 2 Kilometer, was ich mit dem Holger Gespräch gemacht habe. Wenn der am Computer sitzt, hat er 1 Kilometer vor sich, 800 Meter vor sich die Gaststätte Casino und hinter sich das Weißenburger Krankenhaus. Was ist bei dir in 1 Kilometer ungefähr vor dir und was ist hinter dir? Kannst du jetzt denken. Aber du denkst dir nur das, was dein Programm jetzt aus diesen Worten macht.
Ich kann mir jetzt aber tausende von Geistesfunken denken, die sich dieses Video anschauen, natürlich immer jetzt und jedes Wort wird jetzt auftauchen, aber aufgrund ihres Programms komplett andere Vorstellungen kriegen. Ja. Ein träumender Geist ist ein Geistesfunken und der hat eine komplett eigenständige Traumwelt. Und die sind auf eine eigenartige Weise auf einer höheren Ebene komplett miteinander verwoben in einer Einheit. Das symbolisiere ich mit einem Videospiel mit einer offenen Welt. Da ist ein einziges Konstruktprogramm, das wäre das Bücherregal. Und jede Personifizierung überhaupt ist eine KI, eine ganz persönliche KI auf diesem Programm. Und in dem Moment, wo ich sage, ich bin bloß die, bin ich der Protagonist in dem Traum, den ich träume, weil ich den Joystick, ich bin der Regisseur, der den Joystick in der Hand hat. Mhm. Ja, alles bestimmt. Und du wirst jetzt merken, wenn du das erste Mal hörst, ich muss das wirklich wiederholen und wiederholen, wie wenn ich sage, wenn du ein guter Klavierspieler man ist. Klavier, wunderschönes Wort. Kola, vier. Ja. Unsere vier Weltgegner. Genau. Darum spielt der Udo Jürgens ja immer auf einen Schimmel. Schimmel. Ja. Ja. Es ist, da gibt es keine Zufälle. Ich kann immer wieder sagen, ob es Internet abreißt. Ob bei dir das Telefon klingelt, ich muss aufstehen, ich kriege ja Post. Oder der. Es ist wichtig für das heilige Ganze. Einfach in einen Zustand kriegen, egal was jetzt in mir auftaucht, das ist ein Puzzlestück vom heiligen Ganzen. Ich habe das nicht zu verändern. Ich habe das einfach auftauchen lassen und wieder reinfallen, so wie es ist. Das ist Problemlösung. Genau. Und sobald ich mit was nicht einverstanden bin oder das anders handle, wiederholt sich das. Dann hängst du in einer Schleife, egal was du machst, wo du dich rein, ob du jetzt Ärztezeitschriften, Apothekerzeitung, da werden dir Krankheiten eingeredet und was du kaufen kannst, dass die Krankheiten weggehen. Dass der Mensch vom geistigen Selbstheilungsprozess, was übrigens eine elementare Medizin, die beste Medizin, die es überhaupt gibt, Medikamente, heilen durch Denken. Heilen durch Denken. Ist ja. Weil wir jetzt das Denken eins machen, heil machen. Ja. Ohne es zu zerstören, weil uns das die Lebendigkeit gibt. Und dass in der Schulmedizin der klassische Selbstheilungsprozess von Körpern überhaupt nicht mehr existiert, weil ich muss doch meine Tabletten nehmen. Eine Entgeistigung. Ich spreche so viele Sachen an, die im ersten Moment so unglaublich klingen. Hat Glückseligkeit was mit einem wissenschaftlichen Wohlstand zu tun? Mein alter Satz, hast du Probleme mit Heroin? Mit Heroin habe ich überhaupt kein Problem, aber ohne. Ja. Frag einmal irgendwann in unserem Alter, wenn wir jetzt zurückgehen in die 70er Jahre, ich habe das so oft gesagt, frag einmal irgendwann, hast du ein Problem, wenn du kein Handy hast? Dann fragt er dich, was ist das? Ja. Bei der in den 70er Jahren konnte einer mit dem Wort Handy überhaupt nichts anfangen. Genau. Frag einmal jetzt, geh in die Schule und frag Kinder. Ja. Hat sich die Welt dadurch verbessert? Es ist eine Sache, wie du das definierst. Schau doch einfach mal, wie du das definierst. Ja. Der Seelenfrieden, die Vergangenheit, die du dir ausdenkst, die natürlich immer schlechter und schlimmer war, wenn das dein Programm macht, ich bringe dir welche, die reden, laufen, dass die Vergangenheit viel besser war, dass es jetzt so schlecht ist. Es gibt keine Aussage, die einer äußert, wenn sie einseitig ist, wo ich dir nicht welche bringe, die das Gegenteil behaupten. Genau. Das ist auch so ein Satz bei Holofeeling. Ja. Egal welche Seite, egal welchen Film, welches Buch du mir bringst, um mir irgendetwas zu beweisen, ich bringe dir 1000 Seiten und Bücher, wo zum selben nehmen es genaue Gegenwart oder was anders behauptet wird. Egal, um was es geht. Was sagt der Udo immer drauf? Woher nimmst du diese Arroganz zu glauben, dass diese eine Seite, diese Art zu denken, die du jetzt geistlos nachhast, dass die richtige ist wie die ganzen anderen? Bei Holofeeling sage ich, die sind alle richtig. Ja. Aber ihr wisst nicht, was das verbindende Parameter für alles ist. Du selbst? Ja. Das Wer denkt sich diese Filmmöglichkeiten aus? Wie unendlich hast du dich entmachtet, wenn du meinst, von den 40 Sachen, die du denken könntest, ist bloß ein aller einziges richtig. Und wenn alle so denken, wenn nur noch das existiert, dann ist die Welt in Ordnung. Nein, dann ist sie vollkommen entheiligt, verkrüppelt, geistig verkrüppelt. Da solltest du dir an deine eigene Zuformwendung, an deine eigene jetzt ausgedachte Nase fassen. Das ist nämlich das, was aus deinem Gesicht, Panim, eigentlich genau genommen Penim, aus deinem Inneren herausragt. Ragt. Wieder bei unserer Ecke. Und die Ecke
hat ihm gegenüber die Ecke. Und jetzt landen wir dann zwangsläufig wieder in unserem Spiel. Die Wurzel von allem, plus 1, minus 1. Ja. Ja. Und dann juckt es in den Fingern, weil man wird es mit aller Gewalt seine Mitmenschen mitteilen. Keiner kann da ein längeres Lied davon singen, wie ich, UB. Als sehr, sehr viele Brösel, wo ich schon Leben gelebt habe. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Das habe ich jetzt irgendwann einmal nach so und so viel Tausenden von Jahren und Leben, die ich durchlebt habe, verstanden. Darum sage ich ganz vorne weg, mich interessieren die Menschen, die du dir ausdenkst, überhaupt nicht. Du interessierst mich. Ja. Nur du. Du bist der Allereinzige. Schau, jetzt haben wir da zwei Pixelmännchen, die mit dem Kopf nicken. Das sind keine Menschen. Das sind Illusionen. Und wenn du auf deiner VR-Brille Protagonisten, Antagonisten laufen siehst, jetzt von dir aus gesehen, sind es genauso Illusionen. Es sind deine Probleme, deine Menschheit ist dein Problem. Ja. Aber nur dann, wenn du an die Menschheit denkst. Ja. Und da kommt dieser Zweite, der so übermächtig ist, dass alles, was ich sage, wenn ich mach dir bewusst, solange du nicht einmal weißt, was 100% sicher bedeutet. Und dann achtest du, meinst du noch, du bist ein Homo sapiens, ein vernunftbegabter Mensch. Die größte Selbstüberschätzung, die es überhaupt gibt, ist, dass hier sich die Affen um dich herum Homo sapiens nennen, wissenschaftlich. Das ist nicht der einzige Trugschluss der Wissenschaft. Ihr seid so, als Trockennasenaffen sind so unendlich weit davon weg, vernunftbegabt zu sein. Es wird auch niemals irgendwas existieren, das vernunftbegabt sein. Vernünftig denken kann nur der, der sich's ausdenkt. Da musst du aber zuerst einmal wissen, wer du bist. Ja. Wer denkt sich die Menschheit jetzt aus? Und warum denkst du dir die jetzt aus? Weil in dir das Wort Menschheit auftaucht aus einem Lautsprecher. Ja, übrigens, all die Sachen existieren immer nur, wenn du sie denkst. Der Lautsprecher genauso wie die Menschheit. Es ist eigentlich irre, wenn man begreift, was ist da in mir drin, das so hartnäckig dran festhält, dass Gedanken, die ich jetzt denke, dass die auch dann unabhängig von mir da außen existieren, wenn ich sie nicht denke. Was ist das? Stell dir mal selber die Frage, was das ist. Was ist es, ständig einen Körper am Leben erhalten zu wollen, was vollkommen unmöglich ist, weil du felsenfest glaubst, dass dieser Körper auch dann da ist, wenn du nicht an ihn denkst. Ich rede jetzt mit dem Geist, der sich alles ausdenkt, den träumenden Geist. Wie viel unendlich viel Leid erzeugt es eigentlich in dir und wie viele Ängste? Dieses falsch geistlos nachgeäffte Wissen von Affen. Ich bin dieser Körper. Mein Gehirn, wenn es meinen Körper nicht gibt, wenn der zerstört wird, gibt es mich ja nicht mehr. Obwohl es doch hundertprozentig sicher ist, leichteste zu überprüfen ist, dass du auch dann da bist, wenn du nicht an den Körper denkst. Das ist ein Gedanke von dir. Ja. Wieso wiederhole ich das immer? Weil ich es noch nicht verstanden habe. Und in dem Moment, wo das, weil du es nicht verstanden, du willst, es ist noch mächtig, das nicht akzeptieren wird. Aber es löst sich langsam auf. Man stellt es aber fest, muss man jetzt dann so alt werden innerhalb des Lebens, ja, muss das Buch zu Ende lesen. Es ist ein Prozess. Ja. Und das nächste war dann sowieso ganz anders. Darum sage ich, das versuche ich jetzt nicht so oft erklärt, so wenig wie du einen Dreijährigen irgendwas erklären kannst oder einen 14-Jährigen immer wieder. Du kannst nur von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Ich kann von ganz abgehoben, von ganz oben nach ganz unten sehen, weil ich weiß, dass das ganz oben und das ganz unten eigentlich die Mitte ist. Es ist immer hier und jetzt. Der absolute Mittelpunkt ist Enlightenment. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Danke. Danke. Ein göttliches Geschenk. Was sagt Udo dann nämlich? Ich würde euch ja so gern was wirklich Neues erzählen. Aber das macht nur Spaß, wenn man mal die Grundlagen hat. Ich weiß jetzt, wenn wir jetzt da hier mehr reingegangen wären, wieder, wenn ihn dennoch lesen. Es ist eine, so eine Freude. Und da kann ich immer wieder nur sagen, wenn du jetzt da in das Herz von Andredo reinschauen könntest, was der ja tausende von Stunden verbracht hat an dem Dennach an der Dora, um den Gematrie-Explorer zu schreiben. Der sagt, da geht, da kannst du alles andere, da willst du kein Grimmis, die brauchst du mal zur Abwechslung, weil du immer wieder einen Unterschied brauchst, aber da geht dir das Herz auf und der sagt dann, jetzt ist natürlich alles, was ich jetzt erzähle, sind wieder Worte und du denkst dir was aus, du bist die Quelle für den. Das ist, wenn du mal checkst, dass nichts und niemand, den du dir ausdenkst, irgendwas wissen könnte, was du nicht schon hierarchisch gesehen vorher weißt. Lass das auf dich wirken. Ja.
Wenn du jetzt nur akzeptierst, dass du träumst, ist egal, wer oder was in dir auftaucht. Du schöpfst es aus dir selbst heraus, aus uns, sage ich jetzt einmal, weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Und egal, was irgendwer sagt, wenn du abgestellt hast, mit einer blöden, einseitigen Logik ständig zu werden, ob das richtig und verkehrt ist, machst du dir all dieses Wissen wieder zu eigen. Es ist dein Wissen, es ist unser Wissen. Und die wir uns ausdenken, wir schenken das denen für einen Moment. Die Künstler, die schönen Sachen, die Dichter, die meinen, sie hätten irgendwo, haben sie es her, wenn ihnen was einfällt. Wohlgemerkt die, die wir uns jetzt ausdenken. Wo hat denn der Sokrates oder der Einstein seine Erkenntnisse her? Sag doch mal von dem, der in sich selbst einen Sokrates und einen Einstein hier und jetzt erschafft und ihm diesen Figuren, diesen Kisten, dieses Wissen zuspricht. Grundvoraussetzung, dass ich das kann, muss ich zuerst einmal wissen, dass das mein Wissen ist. Immer das Umdrehen der Kausalität. Und was jetzt wieder, wenn du normal mit deiner jetzigen Logik das bewertest, klingt es so unendlich unglaublich, bis du einfach mal zuhörst, ich erzähle das, was jeder 13-Jährige sofort auf der Stelle überprüfen kann. Wieso hat eigentlich der Wolf Rotkäppchens Mutter aufgefressen und nicht gesund gepflegt, diese alte Frau? Ja, weil ich mir das jetzt denke. Gibt es denn überhaupt, wenn ich ihn nicht denke, den Wolf? Den Lupus. Da haben wir jetzt natürlich die schöne Sache mit dem Wolf und mit dem Lupus. Ja. Da haben wir schon wieder die zwei Seiten. Die Weisheit, übrigens die Großmutter hat man heute schon, das ist der Anus. Hast du die nicht selbst aus dir herausgeschissen, diese Großmutter? Ja, wirklich. In dem Moment, wo du sie denkst? Ja. Das ist, Mutter steht immer für Wissen. Die Am, die Frau, die Mäder, die Matrix, das sind diese Worte. Das Mate, das ist die Radix Mate, Mutter, MT, MT, Gestalt gewordene Erscheinung, Tod, so viele Wissenselemente. Wenn was gleich klingt, hat es miteinander zu tun. Ja. Und dann brauchst du alles. Das ist diese Ossis, das ist natürlich die Ossis, die Ossis, die Österreicher. Ich wollte noch drunter schreiben, das, was ich heute über Südtirol reingemacht habe, über den Luis, über den Levi, über die Sprache, wie die Sprache erstanden. Das ist natürlich eine lustige Geschichte. Und dann wollte ich das, weil jetzt ist immer wieder die Frage, sind jetzt die Südtiroler eigentlich Österreich oder nicht? Weil jetzt haben wir wieder diese Zerrissenheit dieser modernen Zeit. Eigentlich sind es Österreicher, angelehnt an den Loriot-Spruch, es ist eine Welt ohne Österreicher, ist zwar voll vorstellbar, aber sie macht eigentlich keinen Sinn. Und da kannst du alles einsetzen. Es ist ein, so ein Riesengemisch und immer das Thema lernen zu lachen. Ja. Da haben wir auch wieder zwei Seiten. Wir meinen das geistreiche Lachen Buddhas, sage ich, das Lachen eines Gottes, dass man über alles und jeden lachen kann, selbst in den dunkelsten Ecken deines Daseins, wo du dich rein fokussierst, wo du durchleben musst, weil die auch zum heiligen Ganzen gehören. Genau. Dass du das Lachen nicht verlernst. Lachen. Mhm. Was ist Lachen? Dann kommst du nämlich in die Harmonie Gottes, weil LZN, Lach ist die Lebensfrische, und LZN, Lachen ausgesprochen, heißt Melodie. Melodie. Die Melodie des Lebens. Genau. Und dann wirst du feststellen, dass Requiems genauso gigantisch klingen können wie irgendwelche leichte Musik, wie irgendeine leichte Operette. Ja. Und dass dann selbst im Land des Lächelns doch wieder die tiefe Wehmut steckt. Immer nur Lächeln. Was da drinnen aussieht, weiß keiner. Keiner. Aber jetzt muss ich natürlich wissen, dass dieses Ein, Er mir das auch rot schreiben können, dass dieses Nicht-Existierende plötzlich in dir erwacht. Ein, das was keiner, K-A-I-N, das Nicht-Existierende erwacht. Aber kann nicht nur der in sich selbst erwachen, der als Ding an sich eigentlich niemals existieren kann, weil er ewig ist? Ja. Und dann kommst du in das Land des Lächelns. Genau. Und dann wirst du meinen, die Komödien oder wenn ich die Musicals mache, da haben wir dann immer wieder die Wertungen, wo ich aufspringe. Wenn du ein Operngänger bist, wirst du feststellen, die große Masse der Operngänger, die leben in so einer Arroganz,
dass die Nase rüpfen, wenn sie bloß auch Musikkritiker dementsprechend. Nehmen wir mal einen Musikkritiker, der hier nur Obern kritisiert, der lebt in so einer Arroganz, dass er die Nase rüpft, wenn er bloß was vom Musical hört. Jetzt ist ja praktisch, die haben ja schon, denke ich mir jetzt, habe ich gelesen, habe ich gehört, diese Seiten, die Facetten, dass die ja schon die Nase gerümpft haben, wenn sie was von Operetten, die Ober für das Volk, für die Dummen, wenn sie was von Operetten hören. Aber das Musical ist ja jetzt nochmal die Steigerung ins Banale von der Operette. Aber jetzt haben wir dasselbe wie mit dem absoluten Nullpunkt und der Lichtgeschwindigkeit, der absoluten Nichtbewegung und der schnellsten Bewegung, die es überhaupt gibt, dass das plötzlich dasselbe wird. Ja. Nicht das Gleiche, sondern dasselbe. Dass die Phänomene umkippen. Denn ja, diese schöne Gleichung hier, wenn du einen Raum, einen idealen Raum, das ist ein reiner vorgestellter Raum, der leer ist, wo wir uns natürlich jetzt hier uns wieder was drumherum denken müssen, dass der abgeschlossen ist, abgezirkelt und wenn es bloß eine Bemaßung ist, ein Kubikmeter, wenn man den abkühlt, dann schrumpft der pro ein 273, unsere schöne Konstante, genau, seines Volumens. Das heißt, beim absoluten Nullpunkt kommt der Raum auf Null. Es gibt keinen negativen Raum. Das heißt, beim absoluten Nullpunkt, lass dir das auf der Zunge zergehen. Müssen wir jetzt nur anschauen. Machen wir. Ich habe es zwar schon gezeigt, aber es ist jetzt wirklich wichtig, ja, dass dir mal klar wird, dass das alles stimmt. Schauen wir jetzt mal ganz, ganz kurz. Guck mal, die Zeit. Quatschen um des Quatschens willen, sagt den Udo seine Marion immer. Mhm. Schwatzen und quatschen um des Quatschens willen. Der absolute Nullpunkt bezeichnet den unteren Grenzwert für die Temperatur als so tiefstmöglichen Punkt. Der absolute Nullpunkt definiert den Ursprung der absoluten Temperaturskala. Immer daran denken, was ist ein Temp? Ein was? Temp. Ein Temp, die Temperaturskala, was ist ein Temp? Temp, Tempus, Zeit. Ja, das ist Zeit. Was habe ich denn? Temp. Also, jetzt hier. Das geht jetzt nicht. Mal schauen. Jetzt geht er. Da hat sich irgendwas aufgehängt gehabt. Tempus, Tempe. Plus, minus. Das Richtige, die gehörige Mischung. Temperamento. Temperament. Temper. Z weg S-mäßige. Immer runterfahren. Das macht sich sehr gut. Genau. GE-Quadrat hörig. Eingerichtet, affin, immer bei Affe, immer an Affinität denken, an Gespiegelung, an die Spiegelung. Genau. Mhm. Wer beobachtet noch das rechte Maß? Mit Sicherheit nicht irgendein einseitig denkender Mensch. Ja. Jetzt kommen wir langsam dahin, wo du gerade gesagt hast. Wir kommen wieder in unseren Punkt. Mhm. Genau, das jetzt. Okay, einen Moment. Das jetzt. Der absolute Nullpunkt, die Temperaturskala mit 0 Kelvin. Wie Gott. Wie Gott, genau. Festgelegt, bistabile existierende Existenz, also intellektuelle, die intellektuelle. Die kann man jetzt aufmachen, wir können das natürlich wieder rot machen. Da gehe ich reichlich in die Holoarithmetik, Hologrammatik drauf ein. Ja. Und das ist jetzt dieses Gesetz von Geiler-Sack. Der übrigens auch der Typ auch hier ganz klar vor 200 Jahren schon erklärt hat, dass Wassermoleküle wie Wassermoleküle aufgebaut sind. Mhm. Vor 200 Jahren. So, dann schau dir das an. Das heißt, wenn wir jetzt uns ein Volumen denken, irgendein Volumen, und wir kühlen das ab, dann passiert genau bei der, wird das Volumen null. Mhm. Es gibt kein negatives Volumen. Das ist eine Behauptung, es gibt kein negatives Volumen. Was ist jetzt, habe ich schon darauf hingewiesen, wieso ist Volumen Raum? Das ist doch Licht.
herausrollen. Und dann haben wir eben das große Problem, dass ich da schon drauf eingegangen bin, dass wir zuerst einmal die Vorsilbe VO haben. V immer dran denken, Bistabel. Ja. Oben, unten, hell, dunkel. Und das fängt jetzt zum Kreisen im Wechsel an. Okay? Ja. Und da haben wir jetzt schon die Vokale. Vokalis. Mhm. Foko, die Stimme. Genau. Wo ist zusammengeschmissen? Im W-Ort. Mhm. Jetzt kriegen wir das Vokabulum, die Benennung, die Bezeichnung. Das ist unser Vokalis. Stimme, Ungewalt, der Klang. Und dieses Wort, im Anfang war das Wort, doppelt aufgespannter Ort, ist das Licht, das ist Lumen. Ja. Das leuchtende Licht. Der Lichtkörper ist schon wieder generiert. DR, generierter Lichtkörper. Immer rot, es ist Licht und es ist Licht. Da muss man immer unterscheiden, vor was für ein Licht legen wir. Nehmen wir ein Augenlicht, die Augen, das Augenlicht. Ist das Augenlicht der Licht? Ja, wenn du eine Farbbrille aufhast, die sich in dir öffnet. Aber AGN sind wieder die Becken. Das sind diese Polarnecken, die zum Leuchten anfangen. Das sind aber Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen. Genau. Ganz folgendes. Deshalb ist das hier ganz das Augenlicht. Wenn ich Augenlicht sage, das ist schon die Beschreibung der Farbbrille. Ja. Das Augen, deine Zäpfchen in den Augen sind eigentlich keine Rezeptoren, die von außen kommendem Licht angesteuert werden, sondern von deinem Mesh, von deinem Computer. Unser Computer-Metapher von innen zum Leuchten anfangen. Genau. Was du dann natürlich nur in dir selber siehst. Okay. Und dann kriegen wir das Volumen. Und das hat überhaupt nichts mit einem Raum zu tun. Rollen. Es kommt von Rollen. Jetzt sind wir hier, es spielt keine Rolle, es spielt dann doch eine Rolle. Stimmt oder stimmt? Schau mal her. Ja. Das ist der absolute Mittelpunkt. Ja. Das größte Volumen ist es nichts, weil das im absoluten Nullpunkt ist. Ja. Die Null ist alles. Aleph, Aleph. Ja. Macht dann Sinn oder macht es dann Sinn? Das ist das Schöne an Holo-Feeling, dass du von mir, egal was du mir zeigst, nie hören wirst, dass das nicht stimmt. Mhm. Egal welche Religion, egal welche heilige Schrift, ich zeige dir, dass genau das drinsteht, was ich dir sage, du musst es bloß richtig übersetzen. Jetzt denk wieder an das, was wir gerade im Dennach gehabt haben. Das, was die Phrasen, die hier rausgeneriert werden aus diesen Zeichen, ist ein Nichts. Das ist natürlich auch richtig, aber dann wird es zu Märchengeschichten. Und der Udo sagt immer, das Wertvollste, was du hast, sind die Märchengeschichten. Aber du musst wissen, da geht es um die Metaphern und nicht um das, was auf den Zahlen ist. Um den Kern. Bei des Kaisers neue Kleider geht es nicht um diese Kleider, die man nicht sieht. Das ist eine unendlich tiefe Weisheit. Und wenn du jetzt deine Tageszeitung liest, ist es nichts anderes. Ja. Wie den Trump lesen, du kannst nur schauen, was du für Vorstellungen da aufbaust. Und das ist immer wieder, ich weiß nicht, auf wie viel Selbstgespräch ich darauf hinweise, wir nehmen jetzt nur einen Zettel, wo wir Namen draufschreiben. Und da sind so viele, wo du genau weißt, wie die sind. Mhm. Obwohl du die doch überhaupt nicht kennst. Genau. Du hast eine Meinung, die du dir einseitig aus einer einseitigen, unvollkommenen Informationsquelle angelesen hast. Ja. Ich habe in einem der letzten Selbstgespräche hinten dran gehängt, Platte von Xavier Nadu, wo das Schöne ist, wo ich dann schon XUB, der ist ja so christlich, und da haben wir wieder unsere vier. Wir sind immer noch bei die vier. Das ist das Ernste zuerst einmal, dass ich einen Komplex mit Worten beschreibe, wo ich mit wenigen Worten gar nicht beschreiben kann. Genau. Und das Erste, was du jetzt hast, was hältst du von dem? Du musst dir klar machen, die Meinung, die du jetzt in dir abrufst, ist ein einseitig angelesenes Wissen, weil ich gehe mal davon aus, dass du den Rhein jetzt auf einer persönlichen Ebene, auf einer Brüssel-Ebene nie kennengelernt hast. Genau. Das heißt, es ist eine vorabgestimmte Meinung von anderen. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Wollte jetzt zwar eigentlich aufhören, aber das ist sehr interessant. Ich rede jetzt mit Udo, ganz normal ein Mensch. Du kannst jetzt für Udo Namen sind austauschbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel Herbert Grönemeyer nehme, was ich von dem was, in mir sind die Lieder aufgetaucht. Ich rede als ganz normaler Mensch. Die Lieder sind, wenn du Holo-Feeling verstanden hast, wie alle Lieder über alles haben. Unendlich tiefe Texte. Was weiß ich von dem Menschen Herbert Grönemeyer? Nur das Wenige, was ich von ihm aus Medien und Bastien kenne.
Und da mache ich zuerst einmal die einzig positive, ist ein kleiner Ausschnitt aus einem Interview, habe ich mehrere Male angesprochen, wo er gefragt wird, wie fallen Ihnen eigentlich diese super Texte ein? Und er sagt, was ist das für eine blöde Frage? Ich sitze da und dann fällt mir halt das ein und dann schreibe ich es hin. Also auf gut Deutsch, ich kann da gar nichts dafür, dass mir das eingefallen ist. Ja. Immer dran denken, alles, was an Menschen, den du dir ausdenkst, einfällt, ist das, was du dir denkst, dass ihm eingefallen ist. Du bist die Quelle für das Wissen der ganzen Menschheit. Ja. Und wenn du da dir bloß Scheiße reindenkst, weil du selber nachäffst, hast du lauter dumme ja. Affen nachäffen die Affen, weil das deine eigenen Spiegelbilder sind. Das ist das einzig Positive, wo sich von den Menschen Herbert Grönemeyer, unabhängig von den Texten, die er macht, kenne. Das Negative ist, alles, was ich von dem bisher als Mensch in Interviews gesehen habe, ist ein unendlich arroganter Kotzbrocken, unendlich. Ein Rechthaber, was mich anwidert. Und ich verweise in Wien auf das Konzert, wo er so Goebbels-mäßig linksfaschistische Parolen rausgehaut hat, so einseitig gehetzt hat. Er hetzt über alles und jeden, ist aber dann wieder der Gutmensch. Der ist so gut, dass er die letzten Jahre in London gelebt hat, weil in Deutschland keine Steuern zahlen will. Weiß ich natürlich nur aus Medien und passieren. Aber weiß ich jetzt wirklich was, wie wäre das, wenn ich den kennen dann? Es ist ungefähr so, wenn du jetzt über ja. Udo recherchierst und du kommst dann auf Sekteninfo auf die Seite, die haben ja zigfach angesprochen, und dann hast du als erstes einen neuen Messias aus Weißenburg hier für Heiligkeit predigen und für Geld verdienen. Und dann weißt du das, dann magst du das tun, dann ist das jetzt, weiß ich ja Bescheid. Jetzt kommen wir mal zu den Xavier Nadu. Da haben wir dasselbe, die Texte sind überall das erhoben. Auch wenn er mittlerweile Texte macht, die extrem angegriffen wird, da kann ich dir sagen, er spricht eigentlich in einem Klartext einfach nur das aus, was ist. Er spricht nur das aus, was ist. Jetzt gehen wir wieder in den persönlichen Bereich. Kenne ich immer übrigens auch nur aus Medien. Ich kenne ihn ja selber nicht. Da habe ich jetzt erst einmal den Sänger Xavier Nadu, der hier Großmann ist mit den Söhnen Mannheims. Das ist eine Gruppe. Kenne ich aus den Medien heraus. Da hat es Streitigkeiten. Er hat dann irgendwann einmal, die sind zwar noch zusammen, müssen wir jetzt recherchieren wieder. Jetzt sind sie auf jeden Fall in meinem Kopf. Es ist ja eh für mich immer nur das da, was ich denke. Da außen ist nichts mehr, wenn du das verstanden hast. Ja. Es gibt das alles in der Mitte und das, was in dir auftaucht. Ja. Okay? Und jetzt ist es also so, dass ich dann vom Hörensagen hat es da Streitigkeiten gegeben, weil er Solo-Karriere gemacht hat. Und in der Solo-Karriere hat er dann sehr, sehr viel Geld verdient. Und da hat er aber parallel immer noch auch die Söhne Mannheims, diese Gruppe mit, hat er mitgesungen. Und da hat es einigen Aufruhr in der Gruppe gegeben, kenne ich aus den Medien heraus, das eine Name weiß ich nicht, das merken sie nicht würdig, dass der dann sogar so zerstritten war, dass er raus ist, weil er gesagt hat, wir fahren mit dem Tourbus und steigen in Hotels ab und der Herr Meister kommt mit dem Privatcheck und steigt in 5-Sterne-Hotels ab, weil er was Besseres ist. Das ist eigentlich schon, kenne ich jetzt, aber so ist, weiß ich nicht, aber ich habe es halt gelesen. Was natürlich noch schöner ist, dass jetzt auch offiziell selbst von ihm selber nicht in keinster Weise verleugnet, wo er darauf angesprochen wird, in seinen besten Zeiten, seiner Hochzeit, seines Erfolgs, hat er, ich lüge dich jetzt nicht, ich weiß es nicht genau, recherchiere, über 60 Sportwagen auf sich zugelassen gehabt. Über 60 Auto auf sich zugelassen gehabt. Kenne ich, habe ich gelesen, auch in Interviews, wo er darauf angesprochen wird, wo er dann versucht zu rechtfertigen, weil er lässt ja seine ganzen Bekannten damit vor. Habe ich gelesen. Darum ist auch bei Moses Bellheim, wie die noch hier zusammen waren, wenn du Videos anschaust, die brettern bloß mit Lamborghinis und Ferraris rum. Da kann ich jetzt sagen, für Heiligkeit predigen, Gutmensch spielen und viel Geld damit verdienen. Ich kritisiere jetzt nicht, bitte, dass du das verstehst. Ich bin vollkommen wertfrei, ich erzähle dir, was ich gelesen habe. Ja. Was ich gehört habe aus dem Internet heraus, aus der Zeitung heraus. Und jetzt haben wir den extremen Verschwörungstheoretiker. Du weißt, ich sage in dem Moment, wo du was gegen die offiziellen Medien äußerst, wenn du jetzt normal gedacht im öffentlichen Leben stehst, erfolgreich bist, die zerstören dich. Es ist absoluter Faschismus, was du zurzeit um dich herum hast. Ob du das wahrhaben willst oder nicht, es ist dein Problem. Es sollte, wenn du es verstanden hast und akzeptierst, weil du es erkennst, solltest du lächeln und einen Haken im Führerschein setzen und nicht auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren, sondern du freust dich, dass du wieder einen Fehler im Führerscheinprüfungsbogen erkannt hast, was die mit ihren Masken rumlaufen, überhaupt nicht begreifen. Es sind hochgradige Nazis. Ja.
Die guten Menschen, egal was es ist, die Triebfeder, die dich antreibt. Wenn du Arzt bist, warum bist du Arzt? Ich bin darauf eingegangen. Die Triebfeder, wenn du Weihnachten wieder zugeschissen wirst mit irgendwelchen hungernden Negerkinderfotos und die verlangen Spenden und Brot für die Welt. Warum spendest du, wenn du spendest? Weil du helfen willst? Du wirst irgendwann, wenn du dich durchschaust, wirst du erkennen, du bist ein elendiger Lügner. Das hat mit helfen wollen überhaupt nichts zu tun. Die würden dir so am Arsch vorbeigehen, diese Bilder, wenn nicht was Eigenartiges passiert. Sobald dieser Reizauslöser dieser Bilder in dir auftaucht, wird deine KI, dein Programm zwanghaft in dir ein Mitleid, ein Unwohlsein erzeugen. Mhm. Empathie nennen die normalen Menschen das. Mein Leid. Du kriegst Leid aufgrund dieses fetzen Papiers, wo Farbe draufgespielt ist, weil du so zwanghaft reagierst, dass du zum Leiden anfängst. Und dann kannst du fast nicht anders, dass du doch ein paar Euro überweist für Brot für die Welt. Dass du dabei ganz nebenbei sagst, ich bin ja ein Christ, das ist ein christlicher Akt. Nein, ich sage, du bist weder ein Christ noch sonst was, du brichst das zweite Gebot. Ja. Du brichst das zweite Gebot. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Ja. Du machst es, weil du dich scheiße fühlst und dich etwas besser fühlst, wenn du dein Geld abgedrückt hast. Deshalb machst du es. Und wenn du Arzt bist, wirst du dir irgendwann nochmal eingestehen, dass du das Schlimmste, was für dich passieren könnte, dass keiner mehr krank ist. Denk am letzten Selbstgespräch mal ein Beispiel mit dem Krankenhaus. Man könnte das auch anders machen. Dass du sogar noch mehr Geld verdienst, wenn du nichts mehr arbeiten musst. Weil du es geschafft hast, dass du nicht mehr arbeiten musst. Dann müsste man dich belohnen. Genau. Wer verdient jetzt, die Chefärzte, wer verdient jetzt am meisten mit ihren Igelleistungen und den ganzen Kack, den die Welt nicht braucht? Naja. Du bist ja förmlich gezwungen, wir untersuchen das und das ist ja ganz klar und ich muss doch meine Tabletten nehmen. Ohne Tabletten geht es doch nicht mehr. Die Menschen sind so entgeistig. Ich denke jetzt gerade an meinen Stiefvater, der hat die Scheißerei gehabt, dann geht er, dann hat er Mittel gekriegt beim Hausarzt gegen Verstopfung. Dann irgendwann hat er Verstopfung gehabt, der geht ganz einfach wieder zum Hausarzt, der verschreibt ihm was gegen Verstopfung. Und dann hat er natürlich große Packungen sich geholt und hat das parallel rein, ist kein Witz. Er hat es parallel reingeschmissen, weil das hat mir doch der Arzt verschrieben. Ich muss doch meine Tabletten nehmen. Unglaublich. Ist nicht unglaublich, das ist ganz normal jetzt ausgedacht. Jetzt normal. Das ist natürlich jetzt sehr überspitzt für einen einfachen Menschen, aber so sieht es doch aus. Ja. Nimm doch einmal die Eltern, wenn sie hier ihre Bäckchen, ihre Tabletten reinkauft, kriegen in den Altersheimen. Ja. Ruhig gestellt. Für die Menschen in Deutschland, jetzt fällt mir ganz grob was ein, ich muss das dann, ich hänge das dann mit dran, wenn wir das Selbstgespräch reinstellen. Ja. Muss man aber ziemlich schauen, geht auch nur in Deutschland an Dardot. Aha. Einen älteren Dardot, was in Österreich oder so, könnt ihr den nicht anschauen, sehr, sehr lehrreich. Mhm. Geht's mal, schaut es euch einfach an. Das ist ein alter Dardot, wo die bringen, da geht es um Sterbehilfe. Ein Massenmörder, der 12 Menschen zu Tode gespritzt hat. Der Engel, irgendwas, der Todesengel, glaube ich, heißt die Überschrift, nenne die den. Und dann wirst du feststellen, was hier angebracht wird, sind die Altenheime. Ja. Und dann bist du wieder auf den Boden gebracht. Die Schwestern hier in dem Film, das ist nicht überspitzt, das ist die Realität. Da geht es um Kohle machen, es geht einfach nur um Kohle machen. Die werden festgebunden, weil die einfach 3.800 Euro im Monat bringen, wenn sie nicht abkratzen. Und die flehen darum, dass sie sterben dürfen. Ja. Eure Menschlichkeit. Schiebt euch die in euren Anus rein. Das ist Scheißdreck. Muss ich die in deinen Traum eigentlich noch einspielen, bis du mal sagst, kann das vielleicht alles ganz anders gedacht sein? Wie kann jetzt so viel Schizophrenie, gespaltene Bewusstsein und Unstimmigkeiten und Unmenschlichkeit geben, aufbauend auf einen unendlichen Wahn von Rechthaberei? Und ich sage immer wieder, dir muss eins klar sein, das Einzige, was dir hundertprozentig logisch erscheint, ist die Logik, die du zurzeit zum Denken benutzt. Du bist ein Computer und du hast ein extrem fehlerhaftes, einseitig funktionierendes Programm laufen in dir. Das ist dein Intellekt. Der besteht zu 99,99% aus geistlos nachgeäfftem Wissen. Und was ich in einem Computer einprogrammiere, ist für den logisch. Darum sage ich, du bist logisch auch nicht besonders geistreich. Holofeeling ist geistreich. Das ist allumfassend. Es ist rote Liebe pur. Es erklärt dir, was der Sinn der göttlichen Schöpfung ist. Und da muss man eben auch als kleiner Gott, sagst du mal, Prüfungen durchlaufen.
ob das jetzt Schulprüfungen sind, ob du hier einen Wissensstand, der gefordert ist, der jetzt übrigens gespiegelt in der normalen Welt so unendlich sinnlos ist, dieses materialistische Wissen von Vergangenheit, kannst du alles in die Tonne klopfen. Ja. Das ist ein Aufrechterhalten von Tradition. Genau. Religiöse Tradition, was man macht, was man essen darf, was man nicht essen darf. Obwohl es doch im Neuen Testament ganz eindeutig hast, lass dir kein schlechtes Gewissen machen, was du essen, was du trinken sollst und welche Feiertage du haben sollst. Das ist mir scheißegal. Ja. Fang an, dein Leben zu lieben, so wie es ist. Fang an, die Krimis zu lieben und die Horrorfilme zu lieben. Ja. Das ist eine ganzheitliche Ernährung. Da gibt es nichts Schlechtes. Nein. In keinem Bereich. Es ist einfach nur sehr lehrreich. Es zeigt dir diese unendliche Vielfalt von dir. Mir fällt jetzt so ganz, weiß nicht, wieso mir das jetzt einfällt, aber in Almen habe ich einmal gefragt, hier auch so, wo eine Edebedede war, so, was ist eigentlich der Unterschied zwischen erotischen Fotos, ästhetischen erotischen Fotos und Hardcore-Pornografie? Es ist der Unterschied zwischen einem leichten Frühlingssalat mit einem Joghurt-Dressing und einer Brotzeit, die satt macht. Ja. Jetzt kann man sagen, ah, ist der wieder schmutzig? Nein, es ist einfach nur, du schau, wie du reagierst, schau, wie du reagierst. Was da Filter in dir drin sind. Du hast die Freiheit, die Fähigkeit, prinzipiell über alles und jeden zu lachen. Ja. Und da machst du dich über nichts lustig. Ja. Das ist immer wieder diese Beispiele, wenn ich schaue, wie ein Kind zum Krabbeln anfängt, sich hochzieht, stell dir das Kind, es wackelt dann so mit einem riesen Windelarsch und kippt es nach hinten auf den dicken Windelpack. Ja. Dann lache ich, wenn ich sehe, wie der laufen lernen will. Genau. Aber ich lache das Kind deswegen doch nicht aus. Ja. Sondern jetzt schau, was bei dir zurzeit großenteils mit Humor ist. Ein chemisches Abwatschen, die Schadenfreude. Es ist so unendlich erbärmlich. Ja. Mir fällt da jetzt gerade, was mal so ganz, ganz krass war hier mit der Steffi Graf, mit ihrem Vater, wie die hochgeholt wurde, auch wieder Boris Becker. Mhm. Ja. Und dann hat auch ihr Vater, jetzt die in diesen Generationen sind, die Jüngeren wissen das ja überhaupt nicht mehr, der hat auch dann so viel Geld, der musste ja ins Gefängnis, weil er hier Steuerhinterziehung gemacht hat. Und dann diese Schadenfreude der Menschen mit Neid, weil er ja durch seine Tochter so abgegriffen hat und jetzt kommt er ins Gefängnis. Das sieht er. Das ist der, da war so viel in der Presse, in den Medien, war so eine Schadenfreude mit drin. Das meine ich nicht mit Humor. Wirklich nicht. Das sind immer die zwei Seiten. Ja. Wenn zwei über was lachen, ist nicht unbedingt dieselbe Motivation. Ja, ja. Gerne. Das sind viele Sachen, wo gelacht wird, wo dir eigentlich das Lachen im Hals stecken müsste. Das ist jetzt, wenn du jetzt modernes politisches Kabarett anschaust. Ja. Dass die Deppen, ich habe früher schon mal gesagt, dass die drin sitzen und lachen, indem der da vorne eigentlich das sagt, was haaresträubend ist, an Geistlosigkeit, was die Elite deiner Welt dir, die man jetzt Politiker nennen, vorsetzt. Ja. Und dann sitzen die drin und lachen, die müssten heulen. Ja. An und für sich müssten die Menschen heulen, wenn sie das hören, was in Kabarett zurzeit geboten wird. Genau. Weil es ist ja eigentlich nichts Witziges, sondern das ist extrem traurig. Ja. Das ist ein Umprogrammieren. Mir geht es jetzt nicht, dass du die Seiten wechselst. Immer daran denken. Wir schauen uns die Seite an und dann schauen wir uns genau das an, was uns bisher verkehrt erschienen ist und machen die verkehrte, die Kehrseite zur richtigen Seite, um dann zu erkennen, dass die vorher richtige Seite dann verkehrt ist. Genau. Das ist das ein Beispiel. Ja. Darum geht es in Holofeeling. Ja. Niemals für Corona oder gegen Corona, das sind zwei Seiten, beide sind wahnsinnige. Weil wir jetzt erkannt haben, zu sagen, der Henkel ist rechts oder der Henkel ist links, auch politisch, dass keins von beiden stimmt. Wir meiden die positiven Menschen und suchen die Nähe der Negativen. Jetzt ist natürlich auch wieder, dass man das Positive und das Negative auch austauschen können. Ja, mit Corona. Das ist das Schwarz-Weiß, das ist das klassische Film Positiv und Negativ, wo ich immer wieder sage, wenn man so weißes Blatt Papier denken, der klassische alte Fotoabzug. Ja. Dann ist ja das Weiße auf der einen Seite schwarz, was auf der anderen Seite 100% schwarz ist, ist auf der anderen Seite 100% weiß. Und was auf der einen Seite grau ist, 50% schwarz, ist auf der anderen Seite auch 50% schwarz. Und wenn ich die jetzt aufeinander lege, dann kriege ich zwischen dem Babi R, achte auf meine Worte, Babi R, weg. R heißt ja weg, der Babi erwerbt. Genau. Kriege ich dann Krishna? Ja.
dann ist alles ganz Gleichheit, genau. Gleichmäßig Krishna. Genau. Ja. Das ist die Symbolik, wo die Physik dir irgendwann nochmal beibringen wird. Ja. Ja. Physik ist Religion, eine extrem tiefe arithmetische, Ari, Betonung liegt auf Arithmetik, nicht auf mathematische Religion. Ja. Die Falle in deiner Welt ist das, was man Mathematik nennt, wenn man es verstanden hat. Es ist einfach das geistlos nachgeäffte Wissen, das gelernte Wissen von irgendwelchen geistlosen Narren, Dummköpfen und Schwätzern, die vollkommen unschuldig sind, wenn wir die uns ausdenken. Wir haben die bloß nie genau angeschaut. Du hast die bisher bewundert. Und da meine Botschaft sich ja nur an den einen Geist richtet, der sich seine ganz persönliche Welt ausdenkt, du bist schuld. Nehme endlich die Schuld an dich, dass deine Gedanken, die du denkst, genauso sind, wie sie von dir gedacht waren. Und setze jetzt für Gedanken Menschen. Setze für Gedanken physikalische oder chemische Gesetze. Ja. Wer setzt es denn? Du setzt es mit deinem Wissen, das du zum Denken benutzt, das überhaupt noch nicht dein Wissen ist. Du bist ein tiefgläubiger Mathematiker. Ein Dummkopf, ein Dor, der nur auf den Gleisen seines geistlos nachgeäfften Wissens Sachen in sich verwirklicht, die er nicht einmal überprüfen könnte, wenn er wollte, zu 99,9%. Das sind Vorstellungen, das sind logische Konstrukte, die sind aber komplett austauschbar, veränderbar und vor allem, sie sind vervollkommenbar. Du kannst die vervollkommnen. Genau. Und dann landest du irgendwann einmal bei dem, was wir sind. Wenn du wieder das bist, was du schon immer warst. Ja. Ein kleiner Ausflug in eine Traumwelt. Und dann wirst du meinen, die nächsten Ausflüge in die nächsten Traumwelten machen wesentlich mehr Spaß, wenn die aufeinander aufbauen. Ja. Das ist die Himmelsleiter, das ist die Klimax. Genau. Es ist wie das Aufbauen in deinem jetzigen Leben. Zuerst musst du lernen, nicht mehr in die Hosen zu scheißen. Dann lernst du das Sprechen. Wenn du sprechen kannst, kann ich dir Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen. Wenn du das kannst, kann ich dir eine Berufung beibringen. Mhm. Und dann, jetzt sind wir in der Phase, wo ich dir beibringe, loszulassen. Ja. Von dem Haar, von der Magie, von dem gelernten Wissen. Genau. Jetzt gibst du mir das Haar zurück und dann kriegst du für den Buchstaben ein Wort, wo das Haar komplett unverändert wieder dabei ist, weil ich mache mir ja nicht die Arbeit, dass wir da nochmal was umsonst lernen. Genau. Aber jetzt kriegen diese Einzelteile, waren ganz anders angeordnet in das heilige Ganze. Mhm. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Danke, danke. Es war jetzt einfach Schwatzen um des Schwatzens willen. Ah, mit tiefer Symbolik. Alles, jeder Moment. Mit tiefer Symbolik. Spielen wir noch eine Runde Leben. Danke. Bis gleich, ihr zwei alten Suppenhühner, die ich mir jetzt ausdenke. Danke.